Es ist ein warmer Montagabend in North Carolina. Jungs, na endlich! In einem Apartmentkomplex eines ruhigen Stadtteils bereiten sich die Bewohner auf die Nacht vor. Meine Arbeit ist großartig. Ich habe meinen eigenen Schreibtisch mit einem Foto von dir drauf. Ständig werde ich von dir verfolgt. Doch schon am nächsten Tag lebt einer dieser Menschen nicht mehr. Opfer eines Mörders, der mitten unter ihnen lebt. Ich packe gerade das Auto. Of course. Natürlich sage ich dir Bescheid. Ja. Am Samstagmorgen macht sich die 23-jährige Stephanie Bennett schon früh auf den Weg. Also bis bald. Ich liebe dich auch. Während der Woche arbeitet Stephanie in der Verwaltung einer großen Technologiefirma. Aber an den Wochenenden fährt sie 4 Stunden von ihrem Apartment in Raleigh nach Greenville, South Carolina, um ihren Freund, den 24-jährigen Richard Torres, zu besuchen. Richard studiert Ingenieurwesen an der Universität von South Carolina. Kennengelernt haben sich die beiden vor 4 Jahren während des Studiums am Roanoke College. Stephanie hatte sich Hals über Kopf in Richard verliebt. Sie war begeistert von der Idee, zu Richard nach Greenville zu ziehen. Was hältst du davon? Das sieht doch gut aus. Okay. An diesem Wochenende suchten sie nach einer Wohnung, um zusammenzuziehen. Am Sonntag finden sie ihr neues Zuhause. Ich kann es kaum erwarten. Ich weiß, aber es dauert ja nicht mehr lange. Wer zählt schon die Tage? Ich? Mir geht es genauso. Es war schön, dich zu sehen. Ja. Fahr vorsichtig. Mach ich. Ich liebe dich. Ich dich auch. Es ist Montagabend. Stephanie, wieder zurück in Raleigh, kommt gerade von der Arbeit. Ihre Mitbewohnerinnen, Emily und Laura Jessie, sind noch nicht wieder in der Stadt. Wir drei haben zusammen gewohnt. Nur selten war eine allein in der Wohnung. Die drei Frauen sind seit ihrer Studienzeit eng befreundet. Zusammen sind sie nach Raleigh gezogen, um hier zu arbeiten. Aber diese Woche ist Emily bei ihrem Freund in Roanoke und Laura Jessie ist wegen einer Beerdigung zu ihrer Familie gefahren. Bevor sie ins Bett geht, kontrolliert Stephanie, ob ihre Jalousien vollständig geschlossen sind. Es war ein Spanner beobachtet worden, der versucht hatte, in das Fenster unseres Apartments zu gucken. Deshalb waren wir äußerst wachsam. Am Dienstag, den 21. Mai, erscheint Stephanie nicht in der Arbeit. Anrufe ihres Freundes bleiben unbeantwortet. Deshalb versucht er, ihre Mitbewohnerinnen zu erreichen. Laura Jessie ruft mich an und fragt, hast du etwas von Stephanie gehört? Nein, ich habe seit gestern nichts von ihr gehört. Was ist los? Sie sagte, tja, sie ist nicht zur Arbeit gekommen. Jetzt beruhig dich, ich rufe die Hausverwalterin an. Ja, sie kann nachsehen. Vielleicht ist Stephanie krank. Hallo? Stephanie? Ich bin es, die Hausverwalterin. Die Hausverwalterin ging in Stephanies Apartment. Sie hatte gesehen, dass ihr Auto auf dem Parkplatz stand und das beunruhigte sie. Stephanie? Ist jemand zu Hause? Oh mein Gott. Ich betrete mein Büro. Morgen hier. Es ist der diensthabende Beamte, der mich über eine tote Person im Bezirk Lake Lynn informiert. Eine Frau wurde nackt auf dem Boden liegend vorgefunden. Gut, Sir, wir treffen uns vor Ort. Als Polizei und Ermittler ankamen, entdeckten sie die Leiche im Schlafzimmer einer Mitbewohnerin. Sie war völlig nackt und hatte Fesselspuren an Fuß- und Handgelenken. Es gab eine tiefe, dunkle Einkerbung am Hals, die offensichtlich von einer Strangulation herrührte. Außerdem hatte sie einen blauen Damenslip im Mund. Es war kein gewöhnlicher Tatort.
Es war einfach schrecklich. Sie war ein so guter Mensch. Ich war völlig schockiert und konnte es nicht fassen. Ich dachte immer nur, nicht Stephanie, nicht Stephanie. Ich wünsche niemandem so etwas. Aber Stephanie war ein ganz besonderer Mensch. Für Stephanies Freunde und Familie ist es, als wäre ein Licht ausgelöscht worden, das ihre Welt erhellt hat. Stephanie war eine durch und durch wunderbare Person. Eine gute Freundin, sehr süß, eine Schönheit. Niedlich und quirlig. Es machte Spaß, mit ihr zusammen zu sein. Da ist sie! Sie hasst es, gefilmt zu werden. Stephanie wird in Rocky Mount, Virginia geboren. Nach der Highschool geht sie ans Roanoke College, um Wirtschaft zu studieren. Sie will im Marketing arbeiten und träumt davon, mit ihrem Freund Richard eine Familie zu gründen. Stephanie blickte voller Optimismus in die Zukunft. Sie kam aus einer Kleinstadt in Virginia und war gerade dabei, sich ihr eigenes Leben aufzubauen. Sie freute sich sehr darauf, so wie wir alle. Was hat die Fesselspuren verursacht? Mordermittler Chris Morgan und sein Team durchsuchen Stephanies Apartment. Auf zwei Dinge achtet man an jedem Tatort ganz besonders. Was wurde entwendet, was zurückgelassen. In diesem Apartment war nicht viel durcheinandergebracht worden. Stephanies Apartment ist sehr gründlich untersucht worden. Es wurden zahlreiche Fingerabdrücke und Spuren vom Fußboden gesichert, sowie DNA-Proben in dem Bereich genommen, in dem die Leiche lag. Die starken Würgemale und das Sperma, das auf Stephanies Körper gefunden wurde, lassen kaum Zweifel am Motiv ihres Mörders. Aber ein entscheidendes Beweisstück wird nicht gefunden: die Mordwaffe. Wir haben im ganzen Apartment nichts gefunden, das zu den Fesselspuren gepasst hätte. Ein Fenster des Zimmers, in dem Stephanie Bennetts Leiche gefunden wurde, war einen Spalt breit geöffnet. Die Ermittler vermuteten, dass der Täter hier eingestiegen sein könnte. Chief, sehen Sie sich das mal an. Was ist das? Vor dem Fenster liegen möglicherweise Indizien für die hastige Flucht des Täters. Damenslips und eine rote Reisetasche, die in den Büschen abgelegt wurde. Es ist sehr ungewöhnlich, verstreute Damenunterwäsche und eine tote Frau mit einem Slip im Mund vorzufinden. Da gibt es einen Zusammenhang. Das müsste miteinander zu tun haben. Während der Tatort untersucht wird, kommt Stephanies Freund aus Greenville, South Carolina. Wann haben Sie Miss Bennett zum letzten Mal gesehen? Das war vor ein paar Tagen. Er sagt aus, dass er um 20 Uhr mit Stephanie gesprochen hat und dass alles in Ordnung war. Dank eines Alibis kann er von der Liste der Verdächtigen gestrichen werden. Doch Richard muss mit der traurigen Realität fertig werden, dass er die Liebe seines Lebens für immer verloren hat. Wir wollten zusammenziehen, uns einen Hund anschaffen. Ich wollte sie fragen, ob sie mich heiratet. Nachdem die Spurensicherung ihre Arbeit im Apartment beendet hat, dürfen Stephanies Mitbewohnerinnen kurz hinein, um ein paar ihrer Sachen mitzunehmen. Ist in Ordnung. Nimm dir das Nötigste. Sofort bemerkt Emily etwas Ungewöhnliches. Das Telefon liegt im Schrank. Nicht anfassen. Es könnten Fingerabdrücke drauf sein. Wo liegt es normalerweise? Normalerweise da, aber... Auf dem Nachttisch? Eigentlich liegt es immer neben meinem Wecker. Was ist das für ein Wecker? Ein kleiner weißer Wecker, aber er ist überhaupt nicht mehr hier. Sonst noch irgendetwas Ungewöhnliches? Ja, diese Sachen hier liegen normalerweise auf der Fensterbank. Welche Sachen? Ein Vogelhaus. Verstehe. Sonst noch was? Die Plastikdose mit meinen Namensschildern. Es war merkwürdig, welche Dinge fehlten. Zufällig ausgewählt, aber nichts, was für eine normale Person von Wert gewesen wäre. Noch etwas? Sehen Sie bitte sorgfältig nach. Ist der Wäschekorb nicht da? Ich habe ihn eigentlich reingeholt, bevor wir aufgebrochen sind. Der Wäschekorb ist grün-weiß. Offenbar hat der Mörder Trophäen mitgenommen. Persönliche Dinge, die ihn an seine grausame Tat erinnern sollen. Okay, lass uns gehen.
Gab es in letzter Zeit irgendwelche seltsamen Vorkommnisse? Einer unserer Nachbarn sagte, dass so ein Typ durch unser Fenster geschaut hätte. Und wann war das? Vor ein paar Wochen. Wegen der Gerüchte über einen Voyeur im Bezirk Lake Lynn überprüfen die Ermittler die Nachbarn, um Hinweise auf seine Identität zu finden. Ja? Miss Alfred? Eine der Nachbarinnen sagte aus, in der vergangenen Nacht einen Mann am Nachbargebäude gesehen zu haben, der anscheinend in Stephanies Fenster schaute. Sie rief dem Mann nach, er stand auf und verschwand. Können Sie uns etwas zu seiner Herkunft sagen? Nein, es war zu dunkel. Und wie war er angezogen? Er hatte eine schwarze Baseballkappe auf. Eine Baseballkappe, okay. Er war mittelgroß bis groß. Aber es war dunkel, deshalb konnte ich nicht sehen, wie er aussah. Es tut mir so leid um Stephanie. Sie war so ein liebes Kind. Auch andere Nachbarn erzählen von ähnlichen Beobachtungen in den letzten Wochen. Eines Nachts sah ich diesen Kerl da herumstehen. Er passte irgendwie gar nicht hierher. Er wirkte ziemlich groß. Er lief einfach nur so herum. Er schaute in die Fenster. Er hatte eine Baseballkappe auf und einfache, legere Kleidung. Als ich von dem Mord gehört habe, musste ich sofort an ihn denken. Ich bin so froh, dass Sie fragen. Voyeure werden nicht immer zu Mördern, aber viele Sexualtäter sind früher einmal welche gewesen. Wer nackte Frauen durchs Fenster beobachtet, kann unter Umständen auch gefährlichere Verhaltensmuster entwickeln. Die Ermittler erstellen aufgrund der verschiedenen Zeugenaussagen ein Phantombild des Voyeurs. Es zeigt einen dünnen, weißen Mann mit kurzen braunen Haaren und schmalen Gesichtszügen. Es war emotional sehr belastend, das Phantombild anzusehen, denn es zeigte das Gesicht des mutmaßlichen Täters, der Stephanie all das angetan hatte. Während das Phantombild die Runde macht, wird das Sperma von Stephanies Leiche mit CODIS, der DNA-Datenbank polizeibekannter Täter, abgeglichen. Es gibt keine Übereinstimmungen. Und auch die Untersuchung des Apartments hat keine brauchbaren Fingerabdrücke zutage gefördert. Ohne Ergebnisse wenden sich die Ermittler der heißesten Spur zu, die sie am Tatort gefunden haben. Wir müssen herausfinden, woher diese Unterwäsche stammt. Deshalb zeigen unsere Ermittler den Leuten in dem Wohnviertel Fotos davon. Diese Tasche habe ich noch nie gesehen. Niemand erkennt die rote Reisetasche oder die Unterwäsche wieder. Nichts davon scheint Stephanie oder ihren Mitbewohnerinnen zu gehören. Haben Sie jemanden mit solch einer Tasche gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Doch dann erkennt eine Nachbarin die Tasche wieder. Ja, einen Moment, darf ich das mal sehen? Die Tasche gehört meinem Freund Toby. This is my friend Toby's bag. Toby und weiter? Toby Gideon. Wie gefällt dir die? Ich habe noch mehr davon. Er hat mir diese Tasche letztes Wochenende gezeigt. Er hat Unterwäsche herausgezogen und gesagt, die hätte er aus der Waschküche. Er würde sie sammeln oder so etwas. Die lagen da einfach so herum. Dann lass sie doch liegen. Hey, du bleibst hier. Toby, was soll das? Die Ermittler finden heraus, dass der 17-jährige Toby nicht nur ein Wäschefetischist ist, sondern auch direkt neben Stephanie wohnt. Sein Schlafzimmer ist nur durch eine dünne Wand von ihrem Apartment getrennt. Er war in der Tatnacht derjenige, der Stephanie Bennett am nächsten war. Und das macht ihn natürlich verdächtig. Die Ermittler machen den Teenager in der Nähe seines Apartments ausfindig. Kannten Sie Stephanie Bennett? Ja, ein süßes Mädchen. Sie wohnt direkt neben mir. Fanden Sie sie hübsch? Naja, schon ganz okay. Wir haben Damenunterwäsche vor ihrem Fenster gefunden. Wissen Sie etwas darüber? Nein, davon weiß ich nichts. Wir zeigen Ihnen Fotos von einer Tasche, die wir direkt neben den Snips gefunden haben. Vielleicht erkennen Sie sie. Nein, die kommt mir nicht bekannt vor. Haben Sie etwas mit Miss Bennetts Tod zu tun? Nein, habe ich nicht. Er wiederholte ständig, dass er nichts wüsste und nicht länger bereit war, mit den Ermittlern zu sprechen. Toby ist bisher nicht als Sexualstraftäter bekannt, aber wegen der gestohlenen Unterwäsche bekommen die Ermittler einen Durchsuchungsbefehl. Und sie nehmen eine Speichelprobe. Werden Sie anschließend gehen? Das werden wir. Gut. Weit aufmachen.
Gar die DNA, die bei der Autopsie gefunden wurde, nicht von Stephanies Freund stammt, sind die Ermittler überzeugt, dass es sich um die genetische Signatur des Mörders handelt. Das Labor vergleicht sie mit dem Abstrich von Toby Gideon. Das Ergebnis zeigte keine Übereinstimmung. Ich habe sie gestohlen. Toby gibt schließlich zu, dass ihm die Tasche mit der Unterwäsche gehört und dass er sie in die Büsche geworfen hat. Aber er ist nicht Stephanies Mörder. Die Ermittler weiten die Untersuchung auf das gesamte Gebäude aus. Sie suchen nach Informationen und versuchen, freiwillige Speichelproben zu bekommen. Machen Sie bitte den Mund auf. Die meisten Männer, mit denen die Ermittler sprechen, kooperieren. Okay, los geht's. Bitte den Mund aufmachen. Aber zwei Etagen über Stephanies Apartment stoßen die Ermittler auf ein Problem. Ist Ihnen etwas aufgefallen, als Sie nach Hause kamen? Nein. Die drei Männer, Benny Mendel, Len Callis und Brandon Wendt, wohnen zusammen und sind eng befreundet. Ist Ihnen was aufgefallen? Vielleicht jemand, der weggelaufen ist? Ich habe gar nichts gesehen. Wir waren gerade erst nach Hause gekommen. Mir ist auch nichts aufgefallen. Genau das hat natürlich jeder in dem Apartmenthaus gesagt. Wir würden gerne Speichelproben bei Ihnen allen nehmen. Von mir bekommen Sie nichts. Es geht nur darum, Sie als Verdächtige auszuschließen. Haben Sie einen richterlichen Beschluss? Nein, haben wir nicht. Hören Sie, wir wissen Ihre Bemühungen zu schätzen, aber Sie gehen jetzt besser. Danke für Ihre eingeschränkte Zusammenarbeit. Die Polizei beschließt, weitere Informationen über die drei Zimmergenossen zu sammeln. Sie hatten ein paar Delikte wegen Drogenmissbrauchs begangen, aber es gab nichts, was sie zu potenziellen Verdächtigen gemacht hätte. Außer, dass sie nicht kooperieren wollten. Wir müssen uns Klarheit verschaffen. Ich aktivierte meine Geheimwaffe. Diese Ermittlerin war ausgesprochen gut darin, unwillige Menschen zu einer Kooperation zu bewegen. Margaret Harrison ist eine der erfahrensten Ermittler in Raleigh. Sie verliert keine Zeit, um das zu bekommen, was sie will. Gentlemen, mein Name ist Harrison. Sie benimmt sich äußerst mütterlich. Was ist denn schon dabei, wenn Sie es nicht gewesen sind? Sie teilt einem einfach mit, dass man kooperieren wird und dass es dazu keine Alternative gibt. Diese wunderbare Frau, die Sie kannten, ist tot. Sie war 23 Jahre alt, wurde brutal vergewaltigt, gewürgt und ermordet. Verstehen wir uns? Na los. Das Labor macht Überstunden, um alle Proben aus dem Apartmenthaus zu bearbeiten. Es gibt keinerlei Übereinstimmungen, auch nicht bei den drei Zimmergenossen aus dem Obergeschoss. Aber beim Sammeln der Proben konnte ein Nachbar bis jetzt nicht angetroffen werden. Okay. Er wohnte in dem Apartment direkt gegenüber, auf derselben Etage wie Stephanie Bennett. Der Mieter ist ein alleinstehender Mann namens Ramon Macapagal. Er hat einen guten Grund, nicht auf das Klopfen an seiner Tür zu antworten. Wenn jemand exakt zu dem Zeitpunkt verschwindet, an dem ein Verbrechen begangen wurde, ist das für die Polizei ein Indiz. Bei einer Kontrolle hat die Hausverwalterin den Eindruck, dass Ramon die Wohnung in großer Eile verlassen hat. Sie informiert die Polizei. Deshalb habe ich sie sofort angerufen, nachdem ich all das hier vorgefunden hatte. Diese Löcher in den Wänden waren vorher nicht da. Bei seinem hastigen Auszug vergaß Ramon einige sehr persönliche Gegenstände. Sexspielzeug, ein Knebel, Seile. Was sonst noch? Pornos. Die Sammlung von Bondage-Utensilien erweckt den Eindruck, dass Ramon Frauen am liebsten hat, wenn sie nackt, gefesselt und geknebelt sind. Eins hat Ramon nicht hinterlassen, seine neue Adresse. Er ist unauffindbar. Er hat die Grenzen North Carolinas überquert und das Land verlassen. Mit einem Mal entwickelt sich der Mord an Stephanie Bennett zu einer internationalen Ermittlung.
Spreche ich mit dem Konsulat der Philippinen? Aus Ramons Bewerbung für das Apartment geht hervor, dass er Offizier der philippinischen Armee war. Wir brauchen es so schnell wie möglich. Die Ermittler nehmen Kontakt zur Staatspolizei der Philippinen auf. Diese macht Ramon ausfindig und zwingt ihn, eine Speichelprobe abzugeben. Die Probe wird in die USA gebracht. Kein Treffer? Doch leider gibt es auch diesmal keine Übereinstimmung. Danke. Copeland, kommen Sie bitte her. Die Ermittler ändern ihre Taktik und versuchen, den Voyeur zu identifizieren, der Frauen in dem Wohnbezirk beobachtet hat. Wir observierten Stephanies Apartment, um festzustellen, ob sich jemand zu ungewöhnlicher Stunde draußen aufhält. Die Polizei geht davon aus, dass der Voyeur und Stephanies Mörder dieselbe Person ist. Man kann dem Kerl nichts nachweisen. Doch trotz der nächtelangen Observation ergibt sich nichts. Auch das Phantombild des Voyeurs hat zu keinem Erfolg geführt. Dann in den frühen Morgenstunden des 3. Juni. Lief eh nicht rund. Hey, sieh mal. Polizei, Hände hoch! Nehmen Sie die Hände hoch! An die Wand! Hände hoch und an die Wand! Hände auf den Rücken! Sie sind festgenommen. Sie haben das Recht zu schweigen. Gehen wir. Wir hätten da was. Der Voyeur ist der 34-jährige Foster Collins. Wo waren Sie am 20. Mai? Collins versucht sich zu erinnern, wo er in der Nacht war, als Stephanie ermordet wurde. Möglicherweise war ich bei dem Gebäude spazieren. Bei dem Gebäude? Ja, weil ich eben gerne spazieren gehe. Sie auch? Aber ich schaue nicht in die Fenster. Trotz vieler Vorstrafen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses finden sich keine Hinweise auf Gewaltverbrechen oder Vergewaltigung. Sie haben 5 Jahre gekriegt, unter anderem wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Aber alle Anklagepunkte wurden fallen gelassen. Fallen gelassen? Ja, da war nichts. Seine Stirnglatze und sein Bart passen nicht zum Phantombild des Voyeurs, den die Zeugen beschrieben haben. Das Phantombild ist eine Zeichnung, kein Foto. Deshalb sind wir in erster Linie an seiner DNA interessiert und nicht an seiner Ähnlichkeit mit dem Phantombild. Möchten Sie Ihre Unschuld mit einer Speichelprobe beweisen? Ja, klar. Gut. Collins wird als Voyeur beschuldigt, aber bis das Ergebnis der DNA-Untersuchung vorliegt, ist er ein freier Mann. Detective Taylor. Nach einer Woche liegt das Laborergebnis vor. Kein Treffer? Es gab keine Übereinstimmung. Nach tausenden Arbeitsstunden und hunderten von Speichelproben ist die Polizei genauso weit davon entfernt, Stephanie Bennetts Mörder zu finden, wie zu Beginn der Ermittlungen. Ein Jahr lang geschah überhaupt nichts. Ich hörte nichts Neues und wünschte mir nur, dass nicht noch jemandem so etwas zustößt. Ich hoffte, dass sie herausfinden würden, wer es war. Aber mit jedem Jahr, das verging, wurde es unwahrscheinlicher. Dennoch gab ich die Hoffnung nicht auf. Im Sommer 2004, 2 Jahre nach dem Mord an Stephanie, geht Ermittler Chris Morgan in Rente. Ken Copeland und Jackie Taylor rollen den Fall wieder auf. Als erstes mussten wir uns das gesamte Material noch einmal ansehen. Insgesamt 16 Aktenordner. Von vielen Zeugen wird ein Voyeur beschrieben, der sich in dem Bezirk herumgetrieben hat. Der Voyeur beunruhigte Stephanie sehr. Sie erzählte anderen davon. Deshalb mussten wir annehmen, dass er etwas mit dem Fall zu tun haben könnte. Die Ermittler haben Foster Collins bereits als Stephanies Mörder ausgeschlossen. Aber wäre es möglich, dass es noch einen weiteren Voyeur gibt? Taylor und Copeland suchen einige der Zeugen auf und befragen sie noch einmal über den mysteriösen Voyeur aus dem Jahr 2002. Dadurch erfahren sie ein neues Detail, das den Fall wieder zum Leben erweckt. Ja, er hat, glaube ich, eine Zigarette geraucht. Außerdem hatte er einen großen Hund bei sich. Es ist das erste Mal, dass der Hund des Voyeurs erwähnt wird.
Der Zeuge erzählt den Ermittlern, dass der Mann mit dem Boxer wahrscheinlich in einem Apartmentgebäude in der Nähe wohnt. Also konzentrierten wir uns auf Bewohner des Bezirks, von denen bekannt war, dass sie 2002 einen Hund besaßen. Ich suche speziell nach einem ihrer Mieter, der einen Hund hat. Ein Anruf bei der Verwaltung der Wohnsiedlung führt zu einem Mieter, der in der Zeit, als Stephanie getötet wurde, einen Boxer besaß. Drew Planton. Es ist der 35-jährige Drew Planton. Wir besorgten ein Foto. Es ähnelte dem Phantombild nicht besonders. Auch hatte Planton keinen Vermerk im Strafregister. Die Spur wirkt dürftig, aber die Ermittler sind entschlossen, ihr so weit wie möglich zu folgen. Sie statten Drew Planton einen Besuch ab, der vor kurzem in ein anderes Viertel von Raleigh gezogen ist. Oh, das klingt wie ein großer Hund. Man hörte von draußen einen Hund. Dadurch wussten wir, dass er ein Haustier hat. Wir beschlossen, ihn bei der Arbeit aufzusuchen, um mit ihm zu reden, da wir ihn zu Hause nicht antreffen konnten. Kann ich Ihnen helfen? Ist Drew Planton zu sprechen? Er arbeitete für das Landwirtschaftsministerium. Seine Aufgabe war, die Bestandteile von Hundefutter zu analysieren. Guten Tag, Mr. Planton. Mein Name ist Taylor und das ist mein Partner Copeland. Er war sehr zurückhaltend, jemand, der sich unauffällig verhält. Was geht? Um Stephanie Bennett. Hab ich noch nie gehört. Jeder in Raleigh kannte den Fall aus den Nachrichten. Es war unwahrscheinlich, dass er nichts darüber wusste, denn er wohnte in unmittelbarer Nähe, als es geschah. Waren Sie je bei den Sunnyside Apartments? Nein, ganz bestimmt nicht. Auch nicht mit Ihrem Hund? Woher wissen Sie von meinem Hund? Macht es Ihnen was aus, unser Gespräch auf dem Revier fortzusetzen? Ich habe viel zu tun. Nach dieser merkwürdigen Unterhaltung mit Drew lassen sich die Ermittler seine Akte mitsamt den Zeiterfassungskarten aushändigen. Drew Edward Planton? Okay, sure. Sieh mal nach. Er ist ein guter Mitarbeiter. Sehr ruhig. Er kommt mit jedem aus. Reine Routinemaßnahme. Drew ist einer der pünktlichsten Mitarbeiter. Doch es gibt eine Ausnahme. Er ist nur einmal zu spät gekommen. Am 21. Mai kam er erst nachmittags. Am Morgen des 21. Mai wurde Stephanie Bennetts Leiche entdeckt. Taylor und Copeland brennen darauf, diese vielversprechende Spur weiter zu verfolgen. Die heißeste, die es seit Jahren gibt. Am nächsten Dienstag fuhren wir zu Blantons Apartment. Eine DNA-Probe könnte sie entlasten. Nein. Einfach nur das Wattestäbchen. Ich weiß, was dann geschieht. Sie kriegen meine DNA nicht. Obwohl ihr Verdacht immer schwerer wiegt, können die Ermittler Drew nicht zu einer Speichelprobe zwingen. Deshalb müssen sie sich etwas einfallen lassen. Wir entschieden uns, ihn zu überwachen, um eine DNA-Probe zu bekommen. Alles, was ein Verdächtiger wegwirft, wie eine Getränkedose oder eine Zigarette, kann legal verwendet werden, um daran anhaftende DNA abzugleichen. Einmal rauchte er draußen mit einem Freund eine Zigarre. Die Beamten beobachteten, was er anschließend damit tat. Er drückte sie aus, steckte den Stummel in seine Hosentasche und ging zurück ins Haus. Drew wirft nichts weg und lässt keinen Müll liegen. So, als ob er den Ermittlern auf die Schliche gekommen wäre. Während meiner 6 Jahre bei der Mordkommission ist mir niemand begegnet, der so lange verhindern konnte, dass wir seine DNA kriegen. Dieser Typ ist wirklich eigenartig. Dann, an einem heißen Nachmittag, begeht er einen Fehler. Der Verdächtige steigt aus dem Auto. Bingo. Die hole ich mir. Ich hab sie. Jetzt wartet das Ermittlerteam entspannt auf den Anruf, der bestätigt, dass die DNA von der Flasche mit dem Sperma von Stephanies Leiche übereinstimmt. Ja. Detective Taylor. Kein Treffer? Die DNA von der Wasserflasche war nicht vom Täter. Also hieß es, macht weiter, er ist nicht der Richtige. Keine Übereinstimmung. Was? Wir waren sprachlos. Wir verstanden nicht, wie das sein konnte. Drew Planton wird von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Er war es nicht.
Die Ermittler hätten wieder ganz am Anfang gestanden, wenn sie nicht auch Informationen über Plantons Familie gesammelt hätten. Er hat einen Cousin, Perry Yandell. Perry Yandell lebt in einem anderen Teil des Landes, aber laut den Nachbarn besucht er seinen Cousin oft. Manchmal führt er auch Drews Hund aus. Auch Perry hat ein beunruhigendes Vorstrafenregister. Ihm wurde vorgeworfen, eine Kamera in einer Damentoilette installiert und Frauen beobachtet zu haben. Also neigt er offensichtlich zum Voyeurismus. Und Perry hat eine frappierende Ähnlichkeit mit einem wichtigen Beweisstück, dem Phantombild des mysteriösen Voyeurs. Copeland und Taylor machen sich daran, eine DNA-Probe von Perry zu bekommen. Sollte er sich weigern, freiwillig eine abzugeben, wollen sie verdeckt ermitteln. Wir wussten, dass Perry Yandell in einem Restaurant arbeitet. Taylor und ich besuchten es und baten darum, in dem Bereich sitzen zu können, in dem er bediente. Er kam und nahm unsere Bestellung auf. Und, schmeckt es Ihnen? Sehr gut, danke. Wir hätten eine Frage. Wir sagten, wir wären auf Besuch, wollten eine schöne Zeit verbringen und die Stadt kennenlernen. Es gibt so eine spezielle Bar mit dem Namen Social Club. Nach 10 Uhr geht's da richtig zur Sache. Oh, das klingt gut. Er war sehr kontaktfreudig und bot uns an, nach der Arbeit gerne mit uns mitzukommen. Danke, Leute. Ihr seid echt cool. Danke für die Einladung. Lust zu tanzen? Klar. Die beiden tanzten ein paar Mal zusammen. Sie unterhielten sich, während ich die Gläser einsammelte, aus denen er getrunken hatte. Am Ende des Abends glaubten wir, genug Proben zu haben. Perrys DNA wird analysiert und verglichen. Schließlich kommt das Ergebnis. Was soll das heißen, negativ? Keine Übereinstimmung. Die DNA vom Tatort stammte mit 100%iger Sicherheit nicht von Perry Yandell. Es ist eine herbe Enttäuschung für die Ermittler, die so hart dafür gearbeitet haben, diese DNA-Probe zu bekommen. Doch ein unerwarteter Hoffnungsschimmer verbirgt sich im Laborbericht. Perrys DNA-Marker belegen, dass er mit dem Täter verwandt ist. Das lenkt Copelands Aufmerksamkeit wieder auf jenen Verwandten, der in direkter Nähe des Opfers lebte, Drew Planton, der bereits mittels DNA von einer Wasserflasche als Täter ausgeschlossen wurde. Copeland schätzt die Aussagekraft dieser Probe mittlerweile ein wenig anders ein. Ich fragte die Beamten, die Drew Planton observiert hatten, ob sie mit eigenen Augen gesehen haben, wie er aus der Flasche getrunken hat. Dies war nicht der Fall. Mehr brauchte ich nicht zu wissen. Copeland geht davon aus, dass die Flasche nur ein Köder war, den Drew ausgelegt hat, um die Ermittler loszuwerden. Drew Planton war ein intelligenter Mann und hat sich lange Zeit sehr geschickt verhalten. Taylor und Copeland bemühen sich verstärkt um Drews DNA. Noch einmal wenden sie sich an seine Vorgesetzte. Beim ersten Treffen mit den Ermittlern verwarf Jennifer die Idee, dass ihr bescheidener Labortechniker ein Mörder sein könnte. Sie war fest davon überzeugt, dass er es nicht gewesen sein könnte. Sie glaubte einfach nicht, dass er zu so etwas fähig wäre. Aber als sie anfing, ihn zu beobachten, wurde sie skeptisch. Er leert stündlich seinen Mülleimer und hört damit auf, an seinem Schreibtisch zu essen. Es war in dieser Woche extrem heiß. Trotzdem aß er im Auto. Er sammelte seine Haare vom Boden auf. Diese Dinge fingen an, Jennifer zu beunruhigen. Ein paar Tage später rief sie an und sagte, sie hätte eine Idee, wie wir an seine DNA kommen könnten. Jennifer lädt Drew zu einem Abendessen mit Kollegen ein. Und wie lief es heute bei der Arbeit? Gut, es war ein ruhiger Tag. Alles bestens. Wir hatten zwei verdeckte Ermittler im Restaurant platziert. Sie stehen bereit, um Besteck und Gläser einzusammeln, die Drew hinterlässt.
Es war ein Restaurant mit Buffet. Er nahm nur Dinge, die er mit den Händen essen konnte, um kein Besteck zu benutzen. Wann kann ich mit den Berichten rechnen? Ende nächster Woche. Sehr gut. Als er zur Toilette ging, nahm er seine Serviette mit. Seinen Strohhalm steckte er in die Tasche. Er ließ nichts zurück, an dem er DNA hinterlassen haben könnte. Wieder scheint Drew Planton verhindern zu können, dass die Polizei ihn beschuldigen kann. Wir haben alles versucht. Der Kerl ist sauber. Sehr merkwürdig. Das Arbeitsessen scheint wieder ein herber Rückschlag zu werden. Dann ist es Zeit für das Dessert, Drew Plantons Leibspeise, Bananenpudding. Er kam zurück an den Tisch, saß da und überlegte, wie er den Bananenpudding ohne Besteck essen könnte. Ist das lecker! Drew stillt seinen süßen Hunger mit zwei Bissen Bananenpudding. Dann versucht er, seine Gabel zu säubern. Als Drew gegangen war, nahmen die Beamten die Gabel als Beweisstück an sich. Das Labor erstellt sehr schnell einen Bericht. Aber es gibt ein Problem. Es war nicht genug DNA für einen Abgleich vorhanden. Auf der Gabel befindet sich menschliche DNA verschiedenen Ursprungs, sowohl männliche als auch weibliche. Das bedeutet, dass sie nicht richtig gereinigt wurde, bevor Drew sie benutzt hat. Okay, gut, danke. Okay, bye. Wir waren äußerst frustriert, denn wir waren überzeugt, dass er unser Mörder ist. Es war verheerend für unseren Fall, denn das Labor darf sich nicht dazu äußern, ob man auf der richtigen Spur ist. Wir mussten einen anderen Weg finden. Ohne stichhaltige Beweise können die Ermittler keinen Durchsuchungsbefehl für Drews Wohnung bekommen. Bis jetzt haben sie nur sein verdächtiges Verhalten und die Ergebnisse der DNA-Untersuchung seines Cousins. Aber mit Erlaubnis von Drews Vorgesetzter Jennifer Camari dürfen sie seinen Arbeitsplatz nach DNA-Spuren untersuchen. Jennifer weist darauf hin, dass es sinnlos sei, denn Drew reinigt akribisch jede Oberfläche, mit der er in Berührung kommt. Alles, was wir brauchen, ist eine Probe seiner DNA. Wenn er schuldig ist, hat er ein junges Mädchen vergewaltigt und umgebracht. Er könnte immer noch gefährlich sein. Wir wollen es einfach mit Sicherheit wissen. So oder so. Jennifer erzählt, dass Drew bei bestimmten Tätigkeiten Gummihandschuhe tragen muss. Diese seien ein perfektes Behältnis für mikroskopisch kleine DNA-Rückstände seiner Hautzellen. Deshalb gab sie ihm an diesem Tag eine Aufgabe, für die er die Handschuhe tragen musste. Drew? Ja? Ich habe eine Rückmeldung der Firma bekommen, für die sie die Testreihe durchgeführt haben. Mit der Sequenzierung stimmt etwas nicht. Wie ist das möglich? Ich habe es zweimal überprüft. Vielleicht gab es Kontaminationen. Sie bitten um eine neue Testreihe. Bis wann? Sie brauchen sie heute Nachmittag. Schaffen Sie das? Das muss ich wohl. Großartig, danke. Thank you. Sobald Drew die Handschuhe auszieht, will Jennifer sie an sich nehmen und sie anschließend den Behörden übergeben. Die Polizei wartet voller Spannung auf Jennifers Anruf, aber dieser Anruf kommt nicht. Wir riefen an und fragten, ob er noch da sei. Sie ging nach unten, um nachzusehen, und kam in ein dunkles Büro. Meine Güte, haben Sie mich erschreckt. Was tun Sie noch hier? Arbeiten. Im Dunkeln? Jennifer hat Angst. Ich wollte nach dem Bericht sehen, den Sie mir geben wollten, und dachte, Sie wären schon gegangen. Ist er das? Das ist er. Großartig. Danke. Sie weiß nicht, ob Drew ihr auf die Spur gekommen ist und auf der Lauer liegt, um sie zu seinem nächsten Opfer zu machen. Als feststeht, dass Drew das Gebäude verlassen hat, beschlagnahmt die Polizei seine Handschuhe. Bei der Verfolgung von Stephanies Mörder haben die Ermittler bereits tausende Stunden mit Verhören und Nachforschungen verbracht. Die Beamten sind in ständiger Sorge, dass er erneut zuschlägt, bevor sie ihn fassen können. Nach 3 Jahren wussten wir noch immer nicht, wer Stephanie Bennett getötet hatte. Die gesamte Ermittlung konzentriert sich auf ein paar Gummihandschuhe. Wir warteten auf den Laborbericht. Es dauerte 3 oder 4 Tage. Taylor am Apparat?
Sie haben was? Gut, danke. Copeland. Wir haben ihn. Die DNA von Drew Plantin stimmte zu 100% mit der vom Tatort, an dem Stephanie Bennett getötet worden war, überein. Natürlich waren wir sehr erleichtert, diesen Mord aufgeklärt zu haben. Endlich. Es grenzte schon fast an Euphorie, als es so etwas im Leben eines Mordermittlers gibt. Aufgrund der Übereinstimmung der DNA kann die Polizei schließlich eine Durchsuchung in Drews Wohnung durchführen. Das Erste, was wir sahen, als wir in sein Apartment kamen, war ein weiß-grüner Wäschekorb. Er wurde eindeutig als Eigentum von Stephanie Bennett identifiziert. Wir fanden einen Plastikbehälter mit Unterwäsche und anderen Dingen, die Stephanie gehörten. Eine Strumpfhose. Wir fanden Waffen, Messer, Pistolen, einen Satz Dietriche sowie eine Anleitung zum Schlösserknacken. Drews Trophäen beweisen auch, dass Stephanie nicht sein einziges Opfer war. Wir fanden einen Scheck der Steuerbehörde, der einer Frau namens Rebecca Huseman gehörte. Sie hatte eine Adresse in Michigan. Wir nahmen Kontakt zur Polizei in East Lansing auf. Die Ermittler teilten uns mit, dass dieser Mord noch immer nicht aufgeklärt sei. Vor 6 Jahren wurde die 22-jährige Studentin Rebecca Huseman in ihrer Einfahrt erschossen. Es sah nach einer versuchten Vergewaltigung aus. Die Kugel, die Rebeccas Leben beendete, kann einer Waffe aus Drew Plantins Sammlung zugeordnet werden. Mit Jennifer Camaras Hilfe überrascht die Polizei Drew in der Arbeit und nimmt ihn fest. Man hat alle erforderlichen Beweise, um zu belegen, dass Drew Planton einen grausamen und vorsätzlichen Angriff auf Stephanie Bennett verübt hat. Drew stellt Stephanie zunächst nach, während er seinen Boxer ausführt. Dann wartet er geduldig auf eine Nacht, in der sie sich allein im Apartment aufhält. Er legt das Telefon in den Schrank, sodass Stephanie keine Hilfe rufen kann. Er greift sie blitzschnell an und bringt sie von ihrem Schlafzimmer in das von Emily. Hier ist er nur 2 Schritte vom Fluchtweg entfernt, falls jemand unerwartet zurückkommen sollte. Als er fertig ist, klettert er aus dem Fenster und kehrt zu seinem nahegelegenen Apartment zurück. Zeugen hatten Drew während seiner nächtlichen Streifzüge um Stephanies Apartment beobachtet, doch keiner von ihnen kann der Polizei eine präzise Beschreibung geben. Er wird sogar mit seinem Cousin Perry verwechselt. Das Phantombild ähnelt Drew nicht, wodurch er jahrelang unentdeckt bleiben kann. Einmal in Haft schottet Drew sich ab. Er sagte die ganze Zeit kein einziges Wort. Er sah mich nicht an und schwieg. Es ging so weit, dass er körperlich und emotional erstarrte, praktisch nicht anwesend war. Die Nachricht erreicht Stephanies Freund und ihre Familie. Mein Telefon klingelte ständig. Irgendwann bin ich rangegangen und fragte meine Freundin, was ist denn los, was wollt ihr alle von mir? Und sie sagte nur, sie haben ihn. Ich ging raus in den Flur und musste einfach nur weinen. Denn es war eine solche Befreiung zu wissen, dass sie den Mann gefasst hatten, der Stephanies Leben zerstört hatte. Am nächsten Tag erscheint Drew zum ersten Mal vor Gericht. Er blieb katatonisch und musste angeschnallt auf einem Rollstuhl in den Saal gefahren werden. Vor dem Richter machte er die Augen nicht auf. Doch noch vor Eröffnung des Hauptverfahrens entschließt sich Drew, seine Geheimnisse für immer vor der Welt zu verbergen.
Am 2. Januar 2006 tötete sich Drew Plenton im Zentralgefängnis. Er war ein Serienkiller und unglücklicherweise konnten wir nur zwei seiner Opfer identifizieren. Doch wir sind davon überzeugt, dass es noch mehr Opfer gibt. Stephanie Bennetts Freunde und Angehörige versuchen, die Tragödie hinter sich zu lassen. Sie halten die Erinnerung wach an eine wunderbare junge Frau. Sie hatte einen großen Einfluss auf mein Leben. Wenn ich an sie denke, geht es mir besser. Ich vermisse sie sehr. Aber am allermeisten vermisse ich ihre Freundschaft. Stephanie ist immer bei mir. Es fühlt sich an, als ob sie auch jetzt hier wäre. Ich sage ihr immer, dass ich stolz auf sie bin, dass ich sie liebe und wie leid es mir tut, dass sie das durchmachen musste. Donnerstag, 19. August. Rachel Recklin hat ihren ersten Arbeitstag an der Schäfer-Grundschule in Chicago. Sie freute sich sehr auf den Job und die Kinder. Den Abend verbringt sie zu Hause im Stadtteil Westmont. Hey Vince, hier ist Rachel. Sie telefoniert mit Freunden und geht dann ins Bett. Am nächsten Morgen um 7 Uhr klingelt ihr Telefon. Hallo Schatz, hier ist Mama. Ruf zurück, wenn du wieder da bist. Als keiner abhebt, macht sich ihre Mutter Sorgen und versucht das ganze Wochenende, sie zu erreichen. Bitte ruf an, wenn du die Nachricht hörst. Irgendwann war die Leitung tot. Die Nummer ist zurzeit nicht erreichbar. Sie fährt mit einem Freund der Familie zu Rachels Wohnung. Der Mitbewohner sagt, ihr Auto sei weg. Ich war übers Wochenende weg. Letzte Woche hat er sie zuletzt gesehen. Sie öffnen ihre Zimmertüre und finden nichts. Rachel ist spurlos verschwunden. Westmont, Illinois. Eine ruhige Wohngegend, 30 Kilometer vor Chicago. Hier wurde Rachel Recklin zuletzt gesehen. Alle Möbel sind weg, ihr Auto auch. Ihre Mutter Roslyn und ihr Studienfreund Vince Adams gehen sofort zur Polizei. Sie sind überzeugt, Rachel würde nicht einfach verschwinden, ohne etwas zu sagen. Ich telefoniere jeden Tag mit ihr. Wir haben alle Freunde, Verwandte und Bekannte gefragt. Nichts. Keiner wusste, wo sie war oder was passiert sein könnte. Da Rachels Habe komplett verschwunden ist, vermutet die Polizei, dass sie es eilig hatte, auszuziehen. Für Roslyn und Vince ist das undenkbar. Es machte einfach keinen Sinn, dass sie ausgezogen sein sollte. Sie hätte uns das erzählt. Außerdem hätte sie Hilfe gebraucht. Ein Umzug ist eine größere Sache. So etwas bespricht man mit nahestehenden Personen. Und das war nicht so. Ihre Mutter beschreibt Rachel als wohlbedachte Person, die nicht zu spontanen Entscheidungen neigt. Allerdings sei Rachel in der Vergangenheit mehrmals umgezogen, weil sie sich in ihrem Umfeld nicht wohlfühlte. Vielleicht hatte sie ein Geheimnis, das sie mit niemandem teilte. Rachel ist 29 Jahre alt und in Chicago geboren. Seit 4 Wochen lebt sie in Westmont, da das näher an ihrem Arbeitsplatz liegt. Das ist ein Arbeiterviertel, eine ruhige Gegend. Da kennt jeder jeden. Rachel findet ein Zimmer über eine Zeitungsannonce und freut sich sehr über ihren neuen Job. Rachel war sehr fürsorglich und machte sich viele Gedanken über andere. Es war nicht immer leicht für sie und ich glaube, sie hat das mit ihrer Arbeit kompensiert. Doch die fleißige junge Lehrerin ist einfach verschwunden. Und die Beamten kommen dem Bitten von Roslyn nach, eine Vermisstenanzeige aufzunehmen. Rachels Daten wurden in die Polizeidatenbank angegeben.
Alle Dienststellen in Amerika haben Zugriff darauf. Wenn sie auftaucht, werden wir informiert. Die Beamten fahnden nach Rachels Auto, einem schwarzen Nissan. Auch die Leichenhallen und Krankenhäuser der Stadt werden überprüft. Wurde letzte Woche eine Unbekannte bei Ihnen eingeliefert? Die Beamten fahren zu Rachels Wohnung, um ihren Mitbewohner zu befragen. Er heißt Donald Kawa und arbeitet in einer Computerfirma. Das war nur kurz. Er sagte, er habe sie nicht gesehen. Er war nicht da, als sie auszog. Nichts deutet auf einen Einbruch oder ein Verbrechen hin. Und Rachel schien es sehr eilig gehabt zu haben. Ihr Mitbewohner hat sie zuletzt am Mittwochabend gesehen. Am 18. August. Wie war dein erster Tag? Oh, danke, gut. Am Donnerstag hat er sie nicht gesehen. Aber er erinnert sich, dass die Tür geschlossen war. Rachel? Er denkt sich nichts dabei und macht sich auf den Weg zu seiner Freundin, um mit ihr das Wochenende zu verbringen. Am Montag ist Rachel noch immer verschwunden. Mehr weiß ich nicht. Kawa ist ganz ruhig, als er von Rachel erzählt. Er war nicht aufgeregt oder nervös. Er sagte, er war so, wie ich sagte. Wie lange wollte sie bleiben? Er gibt an, er habe Rachel kennengelernt, als sie bei ihm einzog. Er wurde vor kurzem ehrenvoll aus der Army entlassen und wohnt nun seit 4 Wochen in seiner Wohnung. Kawa ist gerade knapp bei Kasse und sucht jemanden, mit dem er sich die Miete teilen kann. Er gibt eine Annonce auf und Rachel meldet sich bei ihm. Sie macht einen guten Eindruck auf ihn und er gibt ihr das Zimmer. Vielen Dank für die Hilfe. Kawas Befragung ist beendet. Hoffentlich finden Sie sie. Jetzt sind die Nachbarn dran. Ich kenne sie nur vom Sehen. Vielleicht hat jemand beobachtet, wie sie ausgezogen ist und ihre Sachen in einen Wagen geladen hat. Doch niemand hat etwas bemerkt. Ich habe sie dieses Wochenende gar nicht gesehen. Als nächstes fahren die Beamten zu Kawas Freundin, Carrie Smithers. Ja, er war bei mir. Seine Freundin, Carrie Smithers, hat sein Alibi bestätigt. Er war hier. Als die Beamten mit ihr reden, fragen sie sich, ob Carrie etwas mit dem plötzlichen Verschwinden von Rachel zu tun haben könnte. Es kam uns ungewöhnlich vor, dass seine Freundin nichts dagegen hatte, dass eine Frau bei ihm einzog. Rachel war in seinem Alter. Wir fanden das merkwürdig. Also, gute Nacht. Sie versichert, dass es ihr nichts ausmacht, dass Rachel bei ihm wohnt. Sie hat Rachel kennengelernt. Alles war okay. Rachel hat sich gefreut. Es gab keine Liebesbeziehung zwischen den beiden. Sie wohnte einfach zur Untermiete bei ihm. Er blieb über Nacht. Auch wenn ihm seine Freundin für das Wochenende ein Alibi geben konnte, wo war Kawa am Donnerstag und am Freitag? Also bestellen ihn die Beamten aufs Revier, um ihn genauer zu befragen. Am Donnerstag hatte ich Schicht, von 14 bis 22 Uhr. Kawa kann nicht sagen, ob Rachel das Apartment am Donnerstag oder Freitag verlassen hat. Ihre Tür war zu. Ich dachte, sie schläft. Sie haben nicht mit ihr gesprochen? Ich habe sie nicht gesehen. Sie steht morgens immer früh auf. Nach der Arbeit ist er zu seiner Großmutter gefahren. Ich helfe ihr in der Bäckerei. Dann bin ich zu meiner Freundin gefahren und war die ganze Nacht bei ihr. Er ist sich nicht sicher, aber Rachels Auto stand am Freitag früh wohl nicht an seinem Platz. Was hat sie für eins? Ich glaube, ein Nissan. Hat sie gesagt, warum sie so plötzlich auszieht? Nein, hat sie nicht. Kawa ist genauso erstaunt wie alle anderen, dass Rachel so plötzlich verschwunden ist. Wir haben uns gut verstanden, eine super Mitbewohnerin. Kawa unterschreibt seine Aussage, dann darf er gehen. Als nächstes überprüfen die Ermittler, mit wem Rachel zuletzt telefoniert hat. Doch nach Anfrage beim Netzbetreiber stellt sich heraus, dass ihr Handy ausgeschaltet ist und in der letzten Woche nicht benutzt wurde. Das ist nicht überraschend, denn Rachel benutzt ihr Handy nur im Notfall. Sie hat auch einen Festnetzanschluss, doch der wurde abgemeldet. Von wem ist nicht dokumentiert.
Aber die Beamten erfahren, mit wem sie zuletzt telefoniert hat. Rachel hat drei Personen angerufen. Einer ist Vince Adams. Hey Vince, hier ist Rachel. Wir waren auf der gleichen Universität in Chicago und sind ein paar Mal ausgegangen. Aber wir haben gemerkt, dass wir nicht zusammenpassen. Danach sind wir gute Freunde geworden. Er erzählt der Polizei von ihrem Anruf. Ich war mit Freunden auf einem langen Wochenende in Milwaukee. Sie war auf meinem Anrufbeantworter. Hey Vince, hier ist Rachel. Sie wollte sich nur mal melden und sich mit mir verabreden. Ich hoffe, bei dir ist alles okay. Meld dich, wenn du wieder da bist. Ciao. Okay, bye. Rachel rief auch ihre Freundin Jenny an. Nach deren Aussage war alles wie immer. Ich wollte von meinem neuen Job erzählen. Rachel schien guter Laune zu sein. Wollen wir was trinken gehen? Ihr letzter Anruf ist für die Beamten am interessantesten. Sie wählt die Nummer ihres ehemaligen Freundes, Brett Berwick. Hey Brad, hier ist Rachel. Ich soll zurückrufen. Warum sollte sie mit ihrem Ex-Freund telefonieren? Also haben wir nachgeforscht. Die beiden waren vor einigen Jahren ein Paar, als Rachel noch in Chicago wohnte. Brads Vergangenheit ist blitzsauber. Er hat keine Vorstrafen, nur ein paar unbezahlte Parktickets. Brett Berwick. Yep. Detective Shack. Detective Kemp. Berwick sagt, dass sie im Guten auseinandergegangen und Freunde geblieben sind. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Vor einer Woche etwa. Er sagt, er war nicht zu Hause, als Rachel anrief, aber sie hat eine Nachricht hinterlassen. Er sollte sie zurückrufen, weil an der Schule etwas Seltsames passiert war. Das weiß ich nicht. Wie seltsam? Ich sagte sie nicht. Das ist der erste Hinweis, dass an diesem Tag etwas Ungewöhnliches passiert sein könnte. Ich fand's merkwürdig und wollte mit dir darüber reden. Was geschah an diesem Tag an der Schule? Könnte dieses Ereignis der Grund für ihr plötzliches Verschwinden sein? Also suchen die Beamten die Schulleiterin auf. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Am Donnerstag. Sie bereitete das Klassenzimmer vor. Die Direktorin bestätigt, dass Rachel am Donnerstag unterrichtet hat. Am Freitag ist sie nicht zum Unterricht erschienen, ohne Entschuldigung, ohne Erklärung. Gab es einen Vorfall? Nicht, dass ich wüsste. Wohin Rachel nach der Schule gegangen ist, kann sie auch nicht sagen. Seit fast einer Woche ist Rachel jetzt verschwunden. Ihre Familie und Freunde sind verzweifelt. Sie haben überall Bilder von ihr aufgehängt. Sie waren sehr kooperativ und haben der Polizei alle Informationen gegeben, die bei der Suche helfen könnten. Auch in der Chicago Tribune wird eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Die Zeitung erreicht fast 700.000 Leser. Und endlich kommt Bewegung in den Fall. Ich rufe an, weil die vermisste Frau hier an der Bar sitzt. Ja, die aus der Zeitung. Rachel wurde gesehen. Sie lebt und es geht ihr gut. Ja, sie ist es. Westmont Tavern Bar. Sofort fahren die Beamten los. Wenige Minuten später zeigt ihnen die Anruferin die Frau. Sie sitzt noch immer an der Bar. Kann ich bitte Ihren Ausweis sehen? Ja, klar. Die Frau sieht Rachel Recklin verblüffend ähnlich, aber sie ist es nicht. Okay, is there anything else? Haben Sie noch einen Wunsch? Rachel wurde noch öfter in der Gegend von Westmont gesehen. Ja. Sie hat gerade bezahlt. Doch die echte Rachel Recklin ist nicht dabei. Die junge Frau bleibt verschwunden. Die Tatsache, dass Rachel schon so lange vermisst wurde, hat ihren Eltern sehr zugesetzt. Sie standen ihrer Tochter sehr nahe. Ihre Mutter hat jeden Tag mit ihr telefoniert. Es gab keinen Grund zu glauben, dass ihr jemand etwas getan hat. Aber wir hatten lange nichts von ihr gehört und rechneten mit dem Schlimmsten. Man wundert sich schon, wenn von einer vermissten Person gar keiner etwas gehört oder gesehen hat. Und irgendwann zieht man in Betracht, dass ein Verbrechen passiert sein könnte. In der Hoffnung, einen Hinweis auf Rachels Verbleib zu bekommen, durchsuchen die Beamten die Post, die sie vor ihrem Verschwinden erhalten hat. Sie finden eine Einladungskarte mit einer handschriftlichen Notiz, der Absender Darian Beloit. Er lädt Rachel zu einem Betriebsfest im Brookfield Zoo ein. Das Picknick findet am 21. August statt, zwei Tage nach ihrem Verschwinden.
keiner aus Rachels Bekanntenkreis kennt den Mann. Er wohnt in der Nähe von Melrose Park. Das ist weit, aber die Beamten fahren hin. Kennen Sie Rachel Ragland? Ja. Wie lang schon? Ein paar Monate. Er sagt, er habe ihr die Einladung geschickt, aber keine Antwort bekommen. Sind Sie befreundet? Wir sind ein paar Mal ausgegangen. Darian erwähnt beiläufig, dass er mit Rachel eine Liebesbeziehung hatte. Doch das klingt merkwürdig, denn er ist viel älter als sie. Nein, wir haben uns getrennt. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen oder gesprochen? Vor ein paar Monaten. Die Beamten merken schnell, dass Darians geistiger Zustand beeinträchtigt ist. Könnte er Rachel gestalkt haben? Oder hat er ihr etwas angetan und alles nach einem Umzug aussehen lassen? Sind sie im Guten auseinandergegangen? Sie wirken etwas verstört. Ist das ein Verhör? Nicht wirklich. Wir stellen nur ein paar Fragen. Irgendwas stimmt auch mit Ihren Augen nicht, Sir. Haben Sie Medikamente oder Drogen genommen? Was? Also echt. Danke für Ihre Zeit. Alles Gute. Die Beamten fahren zurück. Sie suchen nach Hinweisen, die den merkwürdigen Mann mit Rachel in Verbindung bringen. Doch am Ende bleibt nur die Vermutung, dass sich die beiden irgendwo begegnet sind, er ihre Adresse herausbekommen und ihr diese Einladung geschickt hat. Nichts weist darauf hin, dass er mit Rachels Verschwinden etwas zu tun hat. Die Suche wird weiter verstärkt und es gibt neue Hinweise aus der Bevölkerung. Sehr gut. Können Sie ihn hinhalten? Wir sind gleich da. Wir bekamen den Hinweis, dass der Hausmeister Dinge gefunden hat, die vermutlich Rachel gehört haben, und zwar am 20. August. Am Freitag, den 20. August, einen Tag nachdem Rachel zuletzt gesehen wurde, hat ein Bewohner von gegenüber den Hausmeister beobachtet. Er hat auf dem Parkplatz Haushaltsgegenstände aussortiert, die möglicherweise aus Rachels Apartment stammen könnten. Der 48-Jährige heißt Jacob Torgerson. Er kümmert sich um das Anwesen. Bei ihm wurden ein neuer Fernseher, ein Telefon und ein Schmuckkästchen gefunden. Alles Dinge, die Rachel gehören könnten. Wir haben Rachels Mutter zu uns gebeten. Sie hat bestätigt, dass es die Sachen ihrer Tochter sind. Torgerson hat die Stelle als Hausmeister angetreten, kurz bevor Rachel einzog. Hey, Rachel. Hi, mit der Toilette stimmt was nicht. Mit Sicherheit hat er die neuen Möbel gesehen. Er besitzt den Hauptschlüssel und könnte sich ohne Gewalt Zutritt zu Rachels Apartment verschafft haben. Er war nicht nur in Besitz von Rachels Eigentum, er hatte auch Zutritt zu ihrer Wohnung. Torgerson bestreitet vehement, dass er mit Rachels Verschwinden etwas zu tun hat. Wer sagt das? Das stimmt nicht. Auf die Frage, wo er Rachels Eigentum her habe, antwortet er, aus dem Müll. Die Leute werfen viel weg. Je länger die Beamten mit ihm reden, desto weniger verdächtig erscheint er ihnen. Er passte nicht in unser Täterprofil. Sein Werdegang war einfach untypisch für jemanden, der in ein Apartment eindringt und einer jungen Frau etwas antut. Am meisten entlastete ihn die Tatsache, dass nur Gegenstände aus Rachels Wohnung bei ihm zu Hause gefunden wurden und keine von Donald Carver. Wenn er wirklich in das Apartment eingebrochen wäre, warum hat er sich nicht auch bei ihm bedient? So hatte er nur Dinge gestohlen, die Rachel gehört haben. Torgerson darf also gehen. Doch wenn Rachels Hab und Gut einfach weggeworfen wurde, dann ist sie nicht aus einer Laune heraus ausgezogen, dann könnte der jungen Lehrerin wirklich etwas zugestoßen sein. In 99% der Fälle tauchen vermisste Personen wieder auf oder werden gefunden. Doch das ist kein normaler Vermisstenfall. Einiges aus Rachels Besitz wird weiterhin vermisst, auch ihr Bett und ihr Auto. Wir mussten Rachel finden oder das Auto, um etwas in der Hand zu haben. Dann hatte ich die Idee, am Flughafen anzurufen. Wir hatten ja nichts zu verlieren. Rachels Wohnung liegt keine 30 Kilometer von den beiden wichtigsten Flughäfen Chicagos entfernt. O'Hare im Norden und Midway im Osten. Die Ermittler versuchen ihr Glück zuerst am Flughafen O'Hare. Ich habe der Flughafenpolizei die Daten des Autos durchgegeben und sagte, Jungs, fahrt doch mal die Parkplätze ab, vielleicht seht ihr ihn. Und er, na gut. Sag nochmal, schwarzer Nissan Sentra, B6P748.
Keine 15 Minuten später klingelte das Telefon und sie sagten, wir haben das Fahrzeug. Die Aufzeichnungen belegen, Rachels Auto steht seit dem 20. August hier, einen Tag nachdem sie verschwand. Den Beamten ist sofort klar, mit dem Auto stimmt etwas nicht. Richard, sieh dir das an. Das Heck hing sehr tief. Außerdem tropfte eine Flüssigkeit unten aus dem Kofferraumboden heraus. Und es roch verwest. Da war was in dem Kofferraum. Wir wussten nicht was, aber nichts Gutes. Ich bin zu dem Wagen gegangen, habe den Schlüssel reingesteckt und den Kofferraum aufgemacht. Das war einer dieser Wow-Momente. Er war voll mit Erde. Der Kofferraum war bis zum Rand mit Erde gefüllt. Meine größte Sorge war, dass darunter eine Leiche liegen könnte. Die von Rachel. Ich habe ein bisschen Erde weggenommen, nicht viel, um nichts zu verändern, als rechts im Kofferraum plötzlich eine weiße Socke zum Vorschein kommt. So etwas haben die Beamten noch nie gesehen. Sie können nicht einschätzen, in welchem Zustand die Leiche ist oder was sich noch in der Erde befindet. Das war mehr als verstörend. Um alles möglichst unberührt zu lassen, haben wir das Auto versiegelt und in die Gerichtsmedizin gebracht. Dort konnte die Leiche so geborgen werden, dass alle Spuren erhalten bleiben. Wir haben die Erde von Hand durchsucht und auf eine Plastikplane getan. Eine grauenvolle und mühsame Arbeit. Schließlich kann die Leiche freigelegt werden. Sie ist in ein Betttuch gehüllt und so verschnürt und verdreht, dass sie in den schmalen Kofferraum passt. Das, was der Kopf sein könnte, steckt in einer weißen Mülltüte. Als die Tüte entfernt wird, zeigt sich, dass der Kopf bereits stark verwest ist. Doch die Beamten sind sich sicher, es ist Rachel Reglan. Die Todesursache war zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Wurde sie mit der Plastiktüte erstickt? Wir wussten es nicht. Dann finden die Gerichtsmediziner in der Tüte eine Kugel, Kaliber 22. Im Schädel des Opfers befinden sich drei Einschusslöcher. Die Schüsse wurden aus nächster Nähe in den Hinterkopf abgefeuert. Sie hatte keine Verletzungen, die auf einen Kampf hindeuten. Und keine Anzeichen für sexuelle Gewalt. Die Leiche ist bis auf die Schussverletzungen unversehrt, abgesehen von der Verwesung, was in Anbetracht des Todeszeitpunkts aber normal ist. Die wichtigste Entdeckung machen die Pathologen aber in Rachels Mund. Sie trägt eine Zahnspange. Sie trug die Zahnspange nur nachts, wenn sie schlief. Schon als im Auto das Betttuch entfernt wurde, ist den Gerichtsmedizinern Rachels Kleidung aufgefallen. Sie trug ein T-Shirt und Unterwäsche. Das war für uns entscheidend, denn ihre Mutter und Freunde bestätigten später, dass das die Kleidung war, die sie immer zum Schlafen anhatte. Die Beamten wissen nun, wann sie erschossen wurde. Es muss in der Nacht vom 19. auf den 20. August passiert sein. Die Zahnspange, das Fehlen von Kampfspuren und die Eintrittsstellen der Kugeln sind die wichtigsten Hinweise für die Ermittler. Sie lassen Rückschlüsse auf den Tathergang zu. Vermutlich hat Rachel bereits geschlafen. Der Täter betritt ihr Zimmer, nähert sich ihr leise und feuert drei Schüsse in ihren Hinterkopf. Die junge Frau ist sofort tot. Der Mörder zieht ihr die Mülltüte über den Kopf, um das Blut aufzufangen. Die detaillierte forensische Analyse liefert schließlich den Beweis, dass es sich bei dem Opfer tatsächlich um Rachel Reglan handelt. Rachel lag 10 Tage im Kofferraum und die Sommer in Chicago sind sehr heiß.
Die Verwesung war schon weit fortgeschritten und eine endgültige Identifizierung der Leiche war nur mit Hilfe eines Zahnspezialisten möglich. Dieser verglich die Röntgenaufnahmen von Rachels Zähnen mit denen der Leiche und er stellte fest, es war Rachel Raglan. Der Familie wird die traurige Nachricht übermittelt. Rachels Mutter hatte bis zum Schluss gehofft, ihre Tochter lebend wiederzusehen. Sie war am Boden zerstört, ebenso ihre beiden Brüder. Sie wollten Antworten und Gerechtigkeit. Es ist sehr schwer, so etwas emotional durchzustehen. Man ist von Trauer erfüllt und irgendwann fangen die Gedanken an zu kreisen. Was ist passiert? Wie ist das passiert? Wer hat das getan? Die Ermittlungen konzentrieren sich zuerst auf die 220 Kilo Erde, mit der die Leiche bedeckt war. Denn sie enthält ein auffälliges weißes Granulat. Das war keine normale Erde, wie sie überall vorkommt. Es sah eher aus wie Pflanzenerde. Vermutlich kam sie irgendwo aus einem Garten oder von einem Gärtnereibetrieb. Während die Ermittler versuchen, die Herkunft der Erde zu klären, wird das Auto von oben bis unten auf den Kopf gestellt. Zwischen Tür und Fahrersitz werden die Beamten schließlich fündig. Es war eine Herrenuhr und an der Halterung vom Armband hing ein Haar. Die Uhr und das Haar werden zur Analyse ins Labor geschickt. Die Leiche von Rachel Raglan wurde gefunden. Die Polizei gibt weitere Details bekannt. Der Fall ist Thema Nummer 1 in den Chicagoer Nachrichten. Es dauert nicht lange, bis neue Hinweise bei der Polizei eingehen. Einer kommt vom Fahrer eines Chauffeurdienstes, Ray Kravitz. Er hat davon in den Abendnachrichten gehört. Danke, dass Sie gekommen sind. Keine Ursache. Ray Kravitz ist zu uns gekommen, nachdem wir Rachels Leiche gefunden hatten. Ich habe es im Fernsehen gesehen und dachte, das könnte etwas mit dem Mann zu tun haben, den ich am O'Hare aufgelesen habe. Kravitz hat der Polizei erzählt, dass am Freitag, den 20. August, ein Mann am Flughafen bei ihm in den Wagen gestiegen ist. Der Mann sagte, er heißt John Noble. Was Kravitz stutzig machte, war, dass er kein Gepäck dabei hatte. Der Mann sagte, er wolle Freunde in der Stadt besuchen. Wo wollen Sie hin? Noble wollte in Westmont abgesetzt werden, etwa einen Kilometer von Rachels Apartment entfernt. Wie viel? 55. Einen Teil des Fahrpreises wollte er mit einem Gutschein bezahlen. Ich dachte, Sie sind nicht von hier. Diese Gutscheine wurden nur in Westmont verteilt. Jemand, der nicht hier wohnte, kam da gar nicht ran. Das fand der Fahrer etwas merkwürdig. Wie sah der Mann aus? Es war zu dunkel, um das Gesicht zu erkennen. Die Beamten haben alle eingehenden Flüge überprüft. Doch am 20. August ist in O'Hare kein John Noble gelandet. Der Mann hatte den Wagen von einem Taxitelefon ausbestellt. Seine Telefonnummer konnte also nicht zurückverfolgt werden. Und auch in Rachels Leben gibt es keinen, der so heißt, dafür umso öfter in Chicago. Es hätte Wochen gedauert, alle John Nobles zu überprüfen. Inzwischen sind die forensischen Berichte eingetroffen, doch diese liefern keine neuen Erkenntnisse. Auch konnte die Herkunft der Erde im Kofferraum noch nicht geklärt werden. Das Haar, das an der Uhr im Auto hing, wurde jedoch identifiziert. Es ist von Rachel. Doch auf der Uhr selbst waren keine verwertbaren Fingerabdrücke. Wurden die abgewischt oder gab es keine? Die Ermittlungen laufen erst seit 24 Stunden und drohen schon, in Stocken zu geraten. Doch die Neugier von Rachels Nachbarn liefert eine neue Spur. Ich habe sie neulich gesehen. Ja. Eine Nachbarin erzählte uns, dass Rachel vor dem Haus mit einem Mann Streit hatte, um 3 Uhr morgens. Ein Streit? Ja. Sie haben sich angeschrien. Sie konnte den Mann nicht erkennen, aber der Streit war wohl ziemlich heftig. Das geschah wenige Tage, bevor Rachel verschwunden ist. Er hat sie am Handgelenk gepackt, sie hat sich befreit. Die Beschreibung des Mannes, dunkelhaarig, etwa 1,80.
groß, dunkle Haare. Als die Zeugin den Mann beschreibt, erinnern sich die Beamten an jemanden, den sie bereits befragt haben. Brett Berwick, Rachels Ex-Freund. Moment, wir sollen gute Freunde bleiben? Genau, gute Freunde. Mehr wollte ich auch nie von dir. Ist doch scheiße. Wir wussten nicht, was zwischen den beiden war, aber es könnte eskaliert sein. Ich soll gehen? Ja, du sollst gehen. Na gut. Berwick und Rachel hatten eine stürmische Beziehung. Es kam immer wieder zu lautstarken Auseinandersetzungen und nach 4 Monaten zur Trennung. Vielleicht wollte Berwick, dass sie zu ihm zurückkehrte und es kam zu dem nächtlichen Streit. Was ist los mit dir? War Berwick so wütend über die Zurückweisung seiner ehemaligen Freundin, dass er sie nachts aufsuchte und im Schlaf erschoss? Berwick wird erneut zum Verhör gebeten. Wir haben erfahren, dass Rachel heftig mit einem Mann gestritten hat, kurz bevor sie ermordet wurde. Waren Sie das? Ja, wir hatten öfter mal Streit. Berwick gibt zu, dass es Meinungsverschiedenheiten gegeben hatte, wie in jeder Beziehung. Darum ist es auseinandergegangen. Doch er hat in dieser Nacht nicht mit ihr gestritten. Gingen Sie im Streit auseinander? Nein, wir waren uns einig. Und dann präsentiert Berwick ein Alibi für die Mordnacht. Er hatte seine 20-Stunden-Schicht im Lakeshore-Krankenhaus. Das ist eine lange Schicht. Berwick kann also nicht der Täter sein. Er hat aber eine Vermutung, wer es gewesen sein könnte. Rachel war mit einem Mann verabredet, kurz nachdem sie nach Westmont gezogen ist. Irgend so ein Telefontechniker. Ich bin erst eingezogen. Bitte entschuldigen Sie die Unordnung. Also, ich find's aufgeräumt. Der Mann heißt Jonas Devon. Auf eines bestand Rachel beim Einzug. Ein eigenes Telefon. Wo soll's hin? Ich glaube, da wäre mir am liebsten. Es war Anfang Juli, als Rachel Devon kennenlernte. Falls Sie mal einen Techniker zum Spazierengehen brauchen. Und der Techniker wären dann Sie? Ich würde mich freuen. Ich würde auch vorher anrufen. Jetzt, wo ich ein Telefon habe. Ja. Berwick hatte recht. Jonas und Rachel sind nicht nur spazieren gegangen. Es stellte sich heraus, dass die zwei die Nacht zusammen verbracht haben. Er war also in ihrer Wohnung und stand ihr nahe. Doch was ging bei den beiden schief? Ist Jonas Devon der Mörder von Rachel Reckland? Der Täter könnte ihre Möbel entfernt und das Telefon abgemeldet haben, um den Eindruck zu erwecken, sie sei ausgezogen. Und ein Telefontechniker kann ganz leicht ein Telefon abmelden und dabei unerkannt bleiben. Wir möchten Ihnen ein paar Fragen stellen. Sie kennen doch Rachel Ricklin. Ja. Woher? Ich habe ihr Telefon angeschlossen. Als die Ermittler nach seiner Beziehung zu Rachel fragen, weicht er aus. Er sagt, er habe ihr nur geholfen, das Telefon anzuschließen. Doch die Beamten bohren nach. Und Devon gesteht schließlich, dass er mit Rachel geschlafen hat. Ein einziges Mal. 5 Wochen sei das her. Mehr war nicht zwischen ihnen. Seitdem hat er sie nicht mehr gesehen. Ein Alibi für die Mordnacht hat er nicht. Er war zu Hause und hat ferngesehen. Allein. Wir haben ihn uns richtig zur Brust genommen und kamen dann zu dem Schluss, dass er wohl nichts mit dem Mord zu tun hat. Das war's. Die Beamten haben nichts gegen den Mann vom Telefondienst in Händen und lassen ihn gehen. Vorerst. Prüfen, ob es in Ihrem Schlafzimmer Blutspuren gab. Hierhin. Das machen wir mit Luminol. Luminol ist eine Chemikalie, die mit Blut reagiert und dann leuchtet. Die Chemikalie wird im Zimmer versprüht. Sollte es Blutspuren geben, die man mit dem bloßen Auge nicht sehen kann, werden diese unter Schwarzlicht sichtbar. Mach dunkel, mal sehen, ob was da ist. Als es dunkel wird in Rachels Zimmer, verschlägt es den Beamten die Sprache. Heiliger Bimba. Der ganze Teppich strahlte. Überall im Zimmer leuchtete es. Es scheint, als wäre der ganze Teppich in Blut getaucht. Doch spätere Tests ergeben, dass das Luminol nicht auf das Blut reagierte, sondern auf eine chemische Substanz. Der Teppich war mit einem speziellen Antioxidationsmittel behandelt worden. Das Luminol reagiert auch darauf. Dieses Antioxidans ist in extrem starken Industriereinigern enthalten. Den wollte jemand sauber kriegen.
Wer seinen Teppich mit derart aggressiven Reinigungsmitteln reinigt, verbirgt etwas. Eine Durchsuchung der ganzen Wohnung bringt weitere überraschende Erkenntnisse. Im Küchenschrank fanden wir eine weiße Mülltüte. Die gleiche Sorte, die Rachel über dem Kopf hatte, als wir sie gefunden haben. Dann gehen die Beamten in Kawas Schlafzimmer. Und sie stellen fest, dass er eine neue Matratze hat. Das gleiche Modell, das Rachel vor einem Monat gekauft hat. Das ist Rachels Bett. Wir haben auch Turnschuhe gefunden mit Erde an den Sohlen. In der Erde an den Schuhen befindet sich das gleiche Granulat wie in der Gartenerde, mit der Rachels Leiche bedeckt war. Alles deutet darauf hin, dass Rachel von ihrem Mitbewohner Donald Kawa ermordet wurde. Doch eine Schusswaffe Kaliber 22 ist nirgends zu finden. Und ohne Mordwaffe oder einen vergleichbaren Beweis können die Beamten Kawa nicht festnehmen. Also wird Donald Kawa erneut zum Verhör vorgeladen. Man hofft auf ein Geständnis. Donald Kawa. Die Beamten sagen ihm nicht, was sie wissen, sondern befragen ihn zu einzelnen Details wie der Matratze. Reden wir über Rachels Möbel. Mr. Kawa sagte, das sei seine Matratze. Er habe sie seit 2 Jahren. Sicher? Ja. Wir hatten recherchiert, dass dieses Matratzenmodell erst seit einem halben Jahr auf dem Markt war. Es war unmöglich, dass er sie seit 2 Jahren hatte. Die Beamten bohren bei jeder Einzelheit nach, um Unstimmigkeiten in seiner Aussage aufzudecken. Nach 7 Stunden Verhör beteuert Kawa noch immer, nichts über den Tod von Rachel zu wissen. Und ohne handfeste Beweise können sie ihn nicht festnehmen. Ich dachte, sie wäre ausgezogen. Wir haben ihn die ganze Nacht über verhört. Am frühen Morgen haben wir ihn dann gehen lassen. Ab jetzt steht Kawa unter polizeilicher Beobachtung und die Ermittler konzentrieren sich auf seine Freundin, Carrie Smithers. Sie weiß nicht, dass ihr Freund vermutlich in den Tod von Rachel Recklin involviert ist, und sie will bei den Ermittlungen helfen. Sie bekräftigt ihre Aussage, dass Kawa am Wochenende nach dem Mord bei ihr gewesen ist, jedoch nicht in der Mordnacht. Wir haben ihr dann eine Reihe von Uhren gezeigt. Wir zeigen Ihnen jetzt ein paar Armbanduhren. Die Beamten sagen Carrie nicht, was sie herausfinden wollen. Aber sie hoffen, dass Carrie die Uhr, die sie in Rachels Auto gefunden haben, als Donald Kawas Uhr identifiziert. Seine Freundin hat dann zweifelsfrei die Uhr erkannt, die sie ihm zu Weihnachten geschenkt hat. Die ist das. Es war die Uhr, die wir im Auto gefunden haben. Sicher? Ja, hundertprozentig. Die Schlinge um Donald Kawa zieht sich immer enger. Den entscheidenden Beweis liefert Rachels Bank. Wie lange dauert es, sein Konto zu prüfen? Wir haben herausgefunden, dass eine Reihe von Schecks mit Rachels Unterschrift eingereicht wurden, um die Miete zu bezahlen, die sie sich mit Donald teilte. Nur die Schecks wurden unterzeichnet, als Rachel schon tot war. Sie hatte etwa $1,000 auf ihrem Konto und kurz nachdem sie vermisst wurde, nur noch 45. Wir prüfen die Schrift. Wir haben die Schecks von einem Graphologen mit Donalds Handschrift aus der ersten Befragung vergleichen lassen. Diese R's sind viel maskuliner als die. Der Graphologe kam zu dem Schluss, dass die Schecks mit großer Wahrscheinlichkeit nicht vom Opfer unterschrieben wurden, sondern von der Person, die die handschriftliche Aussage verfasst hat. Ab da haben wir uns nur noch auf Kawa konzentriert. Am 9. September, 8 Tage nachdem die Leiche in dem Auto auf dem Parkplatz gefunden wurde, wird Donald Kawa wegen vorsätzlichen Mordes an Rachel Recklin verhaftet. Die Beamten sammeln weitere Beweise gegen Kawa. Sie hoffen, dass ihn der Fahrer des Chauffeurdienstes identifizieren kann. Wir haben Ray Kravitz zu uns gebeten und eine Gegenüberstellung durchgeführt. Das ist er, Nummer 4. Sicher? Ja. Er hat Donald Kawa identifiziert. Ihn hatte er in der Mordnacht vom Flughafen zurück nach Westmont gefahren.
Die Beweise sind erdrückend. Doch was den Beamten fehlt, ist ein Motiv. Warum hat Calva die junge Frau erschossen? Eine Freundin der Toten liefert den Beamten den entscheidenden Hinweis. Nein, sie war richtig unglücklich dort. Sie erzählt, dass das Zusammenleben mit Calva kein Vergnügen war. Rachel hat sich dort nie wohlgefühlt. Gute Nacht. Gute Nacht. In der Mordnacht muss Donald klar geworden sein, dass Rachel ausziehen wird. Das hat ihn in Panik versetzt, weil er das Geld brauchte. Er hätte sonst die Miete nicht zahlen können. Ich vermute, er dachte tatsächlich, dass er das Problem auf diese Weise lösen kann. Er fasste den Plan, es dann zu tun, wenn sie am wehrlosesten war. Und das war, während sie schlief. Calva ist im Besitz einer kleinen Pistole. Die Schüsse sind nicht weit zu hören. Dann steckt er ihren Kopf in eine Plastiktüte, damit das Blut nicht durch das Kissen in die Matratze rinnt. Nachdem er Rachel kaltblütig ermordet hat, muss er die Leiche wegschaffen. Mit der Leiche im Kofferraum fährt er zum Flughafen. Unterwegs bedeckt er die Tote mit Erde. Als er das Auto abgestellt hat, lässt er sich vom Limousinenservice zurück nach Westmont fahren. Ich komme aus L.A. Zur Sicherheit bestellt er den Wagen unter falschem Namen und lässt sich ein Stück entfernt von seiner Wohnung absetzen. Am nächsten Tag wirft er Rachels Hab und Gut in den Müll. Die Tatwaffe wurde nie gefunden. Dann schrubbt er den Teppichboden gründlich, falls es kleine Blutspritzer gegeben haben sollte. Er ist sich sicher, dass alle denken, Rachel sei ausgezogen. Er fälscht die Schecks und räumt ihr Bankkonto leer. Das merkwürdige Ereignis an der Schule, das Rachel erwähnte, wurde nie aufgeklärt. Auch nicht, wer der Mann war, mit dem sie in der Nacht gestritten hatte. Es waren einfach nur falsche Spuren, die verhinderten, dass sich die Polizei früher mit Donald Calva beschäftigt hat. Manche Menschen sind böse. Kriminelle denken nicht wie normale Menschen. Donald Calva hat seine Mitbewohnerin erschossen, um mit ihrem Geld seine Miete zu bezahlen. Er war der festen Überzeugung, das perfekte Verbrechen begangen zu haben und damit davonzukommen. Er war sich sicher, dass die Polizei glauben würde, Rachel Raglan sei ausgezogen. Und er war überzeugt, niemals geschnappt zu werden. Im Mai 1996 wurde Donald Calva vor Gericht gestellt. Die Verhandlung dauerte 3 Wochen. Er wurde des bewaffneten Raubüberfalls und vorsätzlichen Mordes für schuldig befunden. In der Gerichtsverhandlung stellte sich heraus, dass Donald Calva mit einem der gefälschten Schecks auch die Zeitungsannonce bezahlt hat, die er wenige Wochen zuvor aufgegeben hat, um einen Mitbewohner zu suchen. Es ist eine grausame Ironie des Schicksals, dass sich Rachel Raglan auf diese Anzeige bei ihm gemeldet hat. Es ist schrecklich. Du hast einen neuen Job, alles läuft so, wie du es dir wünschst. Und du willst einfach nur ein zufriedenes Leben führen. Und dann ist es vorbei, nachdem du ins Bett gegangen und eingeschlafen bist. Das Böse war hinter Calvas ruhiger Art verborgen. Es war für Rachel Raglan unsichtbar. Er war der nette Typ von nebenan, mit einer liebevollen Freundin und einer Großmutter, mit der er Kuchen gebacken hat. Doch das war nur die Fassade. In Donald Calva steckte ein kaltblütiger Mörder. Donald Calva war ein junger Mann, der nicht wie ein Mörder aussah. Er hatte keine kriminelle Vergangenheit. Einmal stand er wegen Veruntreuung vor Gericht. Das war alles. Er wohnte in einer hübschen Gegend und versuchte, das Herz seiner Mitbewohnerin zu gewinnen. Wer konnte ahnen, dass er sie ein paar Tage später umbringen würde, weil er Geld brauchte? Er war kein typischer Mörder. Er war keiner der üblichen Verdächtigen. Er war unauffällig. Er war in keiner Gang und auch nicht tätowiert. Ein dünner Kerl, etwa 1,80, der für eine Computerfirma arbeitete. Er sah aus wie jeder andere auf der Straße.
Diese Wohngemeinschaft ist für Rachel nicht besonders angenehm. Sie will ausziehen. Doch für Donald ist das die schlechteste Option. Als er merkt, dass sie gehen wird, zeigt er, was er wirklich will, ihr Geld. Kommt er da nicht ran, ist sie wertlos für ihn. Sie war erst einen Monat in der Wohnung. Und er sagte sich, oh, nettes Taschengeld. Und dann, was, sie will ausziehen? Was ist dann mit meinem Geld? Als Kalwa festgenommen wird, sagt er der Polizei, was Rachel für ihn war. Bloß ein Mädchen. Ich bin doch kein Serienkiller. Los, schaff ihn weg. Weder vor Gericht noch im Gefängnis zeigt Kalwa eine Spur von Reue für seine brutale Tat. Ein Geständnis hat er nie abgelegt. Nur Sprüche gemacht wie, passt mein Star-Wars-Poster in die Zelle? Was Donald Kalwa angeht, ist es gut, dass er nicht mehr frei rumläuft. Wer weiß, was er machen würde, wenn ihm in einem Lokal jemand den falschen Kaffee serviert. Er denkt, er kann machen, was er will und kommt damit davon. Er hält sich für unverwundbar. Wenn man den richtigen Beruf und das Herz am rechten Fleck hat, na gut. Aber er hat jemanden ermordet und hält sich immer noch für Superman. Er ist eine Gefahr für alle. Seitdem ist viel Zeit vergangen. Doch für ihre Freunde und Familie ist Rachel noch immer ein großer Verlust. 21 Jahre ist es jetzt her. Und ich vermisse sie immer noch. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden, aber sie deckt sie nur zu. Wir standen uns sehr nah. Ich denke immer noch an sie. Ein kleiner Junge erlebt das Unfassbare. Sie war alleinerziehend mit zwei Kindern. Der Mörder zeigt eine ungewöhnliche Handschrift. 6 Meter Gewebeband, 14 Mal um den Kopf gewickelt. Alles deutet auf einen Mörder hin, den sie kannte und dem sie vertraute. Ich fragte den Patenonkel, wollen Sie nicht, dass der Täter gefasst wird? Es könnte das perfekte Verbrechen sein, wenn da nicht ein kleiner Zeuge wäre. Was haben sie gemacht, bevor sie die Tape in ihre Mutter gemacht? Es ist früh am Morgen in Port Hueneme in Kalifornien, knapp 100 Kilometer nördlich von Los Angeles. Im Haus der alleinerziehenden Mutter Norma Rodriguez schlafen die kleinen Söhne Andrew und Austin noch fest. Hey, hörst du mich nicht, Norma? Andrew! Hey, Andrew! Kurz vor 8 Uhr werden sie von einem plötzlichen Lärm aus dem Schlaf gerissen. Ich hörte ein Klopfen an der Haustür. Mein Vater rief, wir sollen die Tür aufmachen. Andrew merkt, dass er verschlafen hat und fragt sich, warum seine Mutter ihn nicht geweckt hat. Er hört, wie sein Vater sich mit dem Zweitschlüssel Zutritt verschafft. Norma! Dann hörte ich meinen Vater schreien. Nein, nein. Und dann rannte ich ins Wohnzimmer und sah meinen Onkel und meinen Vater. Und dann sah ich meine Mutter. Ich spürte instinktiv, dass etwas nicht in Ordnung war. Der Anblick, den der 11-Jährige ertragen muss, wird ihn sein Leben lang verfolgen. Seine Mutter liegt reglos auf dem Boden. Ihr Kopf ist rundherum mit silbernem Gewebeklebeband umwickelt. Andrew beobachtet, wie sein Vater und sein Onkel das Band über Normas Mutter. Norma Rodriguez war Mutter zweier Söhne, des 4-jährigen Austin und des 11-jährigen Andrew. Sie war seit 2 Jahren von ihrem Mann Aaron getrennt und hatte das Sorgerecht für die Jungen. Sie kämpfte darum, die Kinderbetreuung mit ihren langen Arbeitstagen in einem Kaufhaus zu vereinen. Wir waren ihr Lebensinhalt. Sie tat alles für uns und sorgte dafür, dass es uns an nichts fehlte.
Die Polizei in Port Hueneme trifft in Normas kleinem Haus ein und findet einen blitzsauberen Tatort vor. Kein Blut, keine Zeichen eines gewaltsamen Eindringens. Norma ist angezogen. Ihre Hausschlüssel liegen in Reichweite ihres Körpers. Das übrige Haus war sauber. Geld lag herum. Nichts war gestohlen. Es gab noch andere unangetastete Wertgegenstände im Haus. Von daher konnten wir Raub als Tatmotiv ausschließen. Das einzige Indiz: viele Schichten Gewebeband. Es war ein sehr ungewohnter, grauenvoller Anblick, wie in einem Horrorfilm. Das Gewebeband bedeckte komplett ihr Gesicht. Wir hatten das schon mit Strangulierung, Totschlag, Messerattacken und Schusswunden zu tun, aber das war neu. Laut Gerichtsmediziner ist sie erstickt als Folge des Strangulierens und des Klebebandes. Sie hatte nicht versucht, sich zu befreien. Sie war bereits bewusstlos oder tot, als der Mörder das Gewebeband um ihren Kopf wickelte. Der Mörder hat fast 6 Meter Gewebeband 14 Mal um ihren Kopf geschlungen. Um sie zum Schweigen zu bringen, hätte ein einziges Mal völlig ausgereicht. Es ist mir ein Rätsel, warum er den Kopf so oft umwickelt hat. War es ein Ritualmord, die Tat eines Psychopathen oder die tödliche Wut eines Bekannten? Mir kam die Vermutung, dass der Mörder sie kannte und deshalb ihre Augen bedeckte, weil er bei der Tat ihr Gesicht nicht sehen wollte. Oder weil er selber bei der Tat nicht gesehen werden wollte. Es gibt keinen Hinweis auf ein Sexualdelikt. Hauptermittler Dennis Fitzgerald weist den Gerichtsmediziner an, die Fingernägel des Opfers für spätere Untersuchungen aufzubewahren. Die Polizei versucht, die letzten Stunden in Normas Leben zu rekonstruieren. Hi, Benita. Sonntag, den 30. Mai, hat Norma am Telefon verbracht. Sie sprach mit Freunden. Ihr 4-jähriger Sohn Austin war bei ihr, der 11-jährige Andrew verbrachte das Wochenende bei seinem Vater. Die Wochenenden über war ich immer bei meinem Vater. An dem Wochenende habe ich mir ein Baseballspiel angesehen. Als Andrew am Montagabend gegen 9 Uhr zurückkommt, sind alle Lichter aus und die Haustür verschlossen. Er will seine Mutter nicht wecken und klettert durch sein Schlafzimmerfenster. Sein kleiner Bruder Austin ist noch wach. Warum schläfst du nicht? Ich habe das Fenster zugemacht und mit meinem Bruder geredet. Da war etwas auf ihrem Gesicht. Austin hatte davon gesprochen, dass die Mutter etwas auf dem Gesicht hatte. Andrew dachte, sie hätte eine Maske benutzt. Dann sagte ihm Austin, dass er den ganzen Tag nichts gegessen hatte. Und Andrew sagte nur, es ist zu spät, geh ins Bett, wir reden morgen früh weiter. Wenn er das Klebeband auf dem Gesicht der Mutter gesehen und den ganzen Tag nichts zu essen bekommen hat, hat sich der Mord wahrscheinlich in der Nacht zum Montag ereignet. Wir nehmen an, dass das Kind bei ihr war, als sie mit zugeklebtem Gesicht regungslos dalag. Mama, wach auf! Er wusste nicht, wie er etwas zu essen bekommen sollte. Er hatte nichts gegessen oder getrunken und ist schließlich ins Bett gegangen. Norma! Da der Montag ein Feiertag war, fand der Vater die Leiche erst am Dienstagmorgen, als er Andrew zur Schule abholen wollte. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, okay? Die Ermittler versuchen, Informationen aus Austin herauszulocken, der den Täter möglicherweise gesehen hat. Doch der 4-Jährige schweigt. Er war so jung. Es war schwer für ihn, sich zu äußern. Er wusste nicht, wie ihm geschah. Er sah, dass das Gesicht der Mutter bedeckt war und sie nicht reagierte. Austin stand unter Schock. Er war einer großen Stresssituation ausgesetzt, ohne etwas zu begreifen. Es war eine Tragödie. Er tat uns so leid.
Während man mit der heiklen Befragung fortfährt, richten die Ermittler den Blick auf mögliche Verdächtige. Wenn es eine Beziehungstat war, wie die Todesart nahelegt, dann gerät als erstes Normas Ex-Mann ins Visier, Aaron Reinaldo. Norma und Aaron waren 12 Jahre zeitweise glücklich verheiratet. Doch nichts hält ewig. Es gab Streit. Manchmal blieb mein Vater weg. Nicht vor den Kindern. Wann sonst? Du bist ja nie zu Hause. Ich glaube, jeder musste am Ende für sich seinen eigenen Weg finden. Die Scheidung erfolgte nicht einvernehmlich. Beide stritten über das Sorgerecht und den Unterhalt der Kinder. Ohne Norma hätte er die Kinder für sich allein. Aaron behauptet, er hätte ihre Leiche zufällig gefunden. Doch könnte er auch der Mörder sein? Wo waren Sie am Abend des 30. Mai? Aaron gibt an, dass er die Nacht zusammen mit seinem Sohn Andrew zu Hause im nahegelegenen Oxnard verbracht hat. Er war das ganze Wochenende bei mir. Doch das Alibi ist nicht wasserdicht. Er hätte in der Nacht das Haus verlassen, sie ermorden und zurückkehren können. Das würde erklären, warum kein gewaltsames Eindringen vorlag und der Mörder Norma nicht überrascht hatte. Aber könnte ein Vater ein solches Verbrechen vor den Augen seines 4-jährigen Sohnes begehen? Haben Sie Norma Rodriguez erwürgt? Die Polizei erhofft sich vom Lügendetektortest Aufschluss, doch das Ergebnis ist nicht eindeutig. Man kann die Testergebnisse nicht vor Gericht verwenden, weil sie so unzuverlässig sind. Er hat ihre Leiche gesehen. Er war wohl ein liebevoller Vater. Geht auf euer Zimmer. Er war nie als gewalttätig aufgefallen und machte nicht den Eindruck, als könne er seine Frau ermorden und den Kindern den Anblick der Leiche zumuten. Ohne konkrete Beweise gegen ihn schließen die Ermittler ihn als Verdächtigen aus. Vorerst. Um mehr über Normas Privatleben zu erfahren, befragt die Polizei Normas Kollegin und Freundin Benita. Sie erzählt von Normas loser Beziehung zu einem Mann namens Dennis Garzo. Sie hatten eine kurze Beziehung. Sie sind zusammengezogen. Garzo war Andrews Teamcoach und so lernte Norma ihn kennen. Er konnte gut mit dem Jungen umgehen. Excellent. Benita sprach aber auch von einer anderen Seite. Er kann die Beherrschung verlieren und grob werden. In der Beziehung kriselte es. Sie stritten sich wegen Geld. Und schließlich eröffnete ihr Garzo, dass er sie wegen einer alten Freundin verlassen werde. Du willst zu ihr zurück? Norma war erschüttert, da sie ihn liebte und sie nicht mehr zusammen sein sollten. Das war's? Die Trennung hat Norma belastet. Sie wollte ihn nicht aufgeben. Die Verbindungsnachweise zeigen, dass sie ihn noch lange nach der Trennung angerufen hat. Garzo ist nicht der Einzige, der um die Anrufe weiß. Seine Freundin Lucy ist nicht sonderlich erfreut. Sie wirft Norma vor, Garzo hinter ihrem Rücken zu treffen. Habt ihr was miteinander? Nein, ich dachte, ihr seid wieder zusammen. Das hitzige Gespräch führt zu Spannungen in der Beziehung zwischen Garzo und Lucy. Grund genug für Garzo, Norma zum Schweigen zu bringen? Benita erzählt den Ermittlern, dass am Sonntag, den 30. Mai, wenige Stunden vor dem Mord, Norma mit ihr 5-mal telefonierte und über die Trennung sprach. Am selben Tag rief Norma auch Garzo an. Könnte etwas in diesem Gespräch Garzos gewalttätige Seite geweckt haben? Stattete ihr Garzo einen letzten Besuch ab, um die Beziehung auf immer zu beenden? Bei der Vernehmung des 11-jährigen Andrew verdichtet sich diese Vermutung unerwartet.
Gab es jemanden, der in den letzten Tagen und Wochen bei euch war? Ich habe mit meinem Trainer Dennis einen Basketballkorb aufgebaut. Wie ist sein Nachname? Er berichtet, dass Garzo ihm nur wenige Wochen vor dem Mord geholfen hat, einen Basketballkorb aufzubauen. Er sagt, dass Garzo silbernes Klebeband benutzte, um den Ständer zu befestigen. Ist er oft da? Wir hielten den Hinweis für eine heiße Spur. Dieser Garzo arbeitete mit Gewebeband und er kannte das Opfer. Die Polizei verhört Dennis Garzo. Mal waren wir zusammen, mal nicht. Zuletzt nicht. Verwenden Sie Gewebeklebeband für Arbeiten am Haus? Ja, gelegentlich. Da die Indizien gegen ihn sprechen, beeilt sich Garzo, ein Alibi für die Mordnacht anzugeben. Hab ferngesehen und geschlafen. Erstaunlicherweise stimmt es. War jemand dabei? Er war mit seiner Familie zu Hause, die die Aussage bestätigt. Er ist zu einem Lügendetektortest bereit. Haben Sie Norma Rodriguez getötet? No. Es bleiben keine Zweifel. Die Ermittler müssen ihn von der Liste der Verdächtigen streichen. Sie stehen wieder am Anfang. Der Stillstand der Ermittlungen verschlimmert den Schmerz der leidgeprüften Familie und der Freunde. Die Gemeinschaft findet zusammen, um Normas Söhnen in dieser schrecklichen Zeit beizustehen. Falls Sie was gesehen haben, rufen Sie an. Sie verteilen Handzettel in der Nachbarschaft mit einem Aufruf der Jungen. Jemand hat meine Mama ermordet. Bitte helfen Sie uns. Ich fühlte mich nur noch leer. Nach allem, was passiert war, kam es mir vor, als ob mir jemand mein Leben gestohlen hätte. Ich wusste, dass es mich einiges kosten würde, meinen Frieden wiederzufinden. Norma war eine großartige Mutter. Sie war immer für ihre Jungen da. Sie hatte so viele Pläne und Hoffnungen für sie. Norma lebte für ihre Kinder. Die Ermittlungen dehnen sich auf ihren Freundes- und Bekanntenkreis aus. Ihre Kollegen im Kaufhaus mit inbegriffen. Am Samstagnachmittag vor ihrem Tod hatte sie ihre Kollegen zu einem Barbecue eingeladen. Sie feierte gerne. Sie mochte es, alle Leute zusammenzubringen, mit ihnen zu feiern und die Party mit Leben zu füllen. Als die Ermittler mit den Partygästen sprechen, erfahren sie von einem wichtigen Umstand. Norma war während der Party sehr angespannt, da sie ihren Hausschlüssel nicht finden konnte. Keine Ahnung, ich hatte ihn heute Morgen noch. Sie und ihre Freunde haben alles abgesucht und waren sehr besorgt, dass der Hausschlüssel nicht aufzufinden war. Der Schlüssel hätte dem Mörder unbemerkt Zutritt zu Normas Haus gewähren können. Vielleicht hatte ihn jemand in der Absicht gestohlen, sich Zugang zu ihrem Haus zu verschaffen. Am Tatort lag ihr Schlüsselbund offen herum. Wir vermuteten, dass ihn jemand an sich genommen hatte. Wahrscheinlich jemand, den sie kannte. Womöglich einer der Barbecue-Gäste. Auf dem Schlüssel gibt es jedoch keine verwertbaren Fingerabdrücke. Er hat aufgeschlossen. Da die Tür nicht aufgebrochen wurde, fragen sich die Ermittler, wer sonst noch einen Schlüssel gehabt hat. Bei genauerem Hinsehen stoßen sie auf ein kleines, delikates Geheimnis, das Normas Freundin Benita betrifft. 8 Uhr. Ihre Freundin nutzte Normas Haus als Liebesnest für sich und ihren heimlichen Liebhaber. Norma hatte Benita erlaubt, einen Zweitschlüssel für ihren Freund anfertigen zu lassen, damit sie sich in ihrer Wohnung treffen konnten, während sie arbeitete. Wir fragten uns, wie viele Schlüssel Benita nachgemacht hat. Mehr als einen? Hatte sie noch anderen den Schlüssel ohne Normas Erlaubnis gegeben? Damit kommen ganz neue Verdächtige ins Spiel, zum Beispiel Benitas betrogener Ehemann Jed Gora.
Woher kennen Sie Norma? Sie ist eine Freundin von meiner Frau. Benita und Jed Gora sind seit 3 Jahren verheiratet. Gora ist Jugendpfarrer und gehört zu Normas engstem Freundeskreis. Als er vom Ehebruch seiner Frau erfährt, scheint er ehrlich überrascht. Klar nimmt mich das mit. Doch was, wenn er bereits von Benitas Affäre und Normas Komplizenschaft wusste? Im Verlauf des Verhörs räumt Gora Eheprobleme ein. Er hatte sogar vor, Norma am Abend des brutalen Mordes um Rat zu fragen. Ich ging aber nicht zu ihr, sondern ins Geschäft. Kann das jemand bestätigen? Nein. In der Mordnacht irrte er herum und hatte daher kein überzeugendes Alibi. Ihn plagten Suizidgedanken. Hat Gora Norma in der Nacht aufgesucht? Und hatte sie ihm Benitas Affäre und ihren Anteil am Ehebruch gestanden? Der Verrat und die Demütigung hätten eine gewaltsame Reaktion hervorrufen können. Es gibt jedoch jemanden, der Gora entlasten könnte. Und das ist Normas kleiner Sohn Austin, der während des Mordes im Hause war. Sollte er gesehen haben, wie Gora seine Mutter verletzte, hätte er es seinem Bruder erzählt. Wo ist Mama? Sie schläft und hat etwas auf dem Gesicht. Aber er erwähnte Goras Namen nicht. So gibt es nichts, was Gora mit dem Mord in Verbindung bringt. Und die Polizei muss sich anderweitig umsehen. Da der einzige Augenzeuge traumatisiert ist und nicht aussagt, gehen der Polizei die Verdächtigen aus. Geht's dir gut, Junge? Bis sich Austin aus seiner Deckung hervorwagt. War in den letzten Tagen jemand bei euch? Ja. Gut. Weißt du wer? Weil er so jung war, war es extrem schwierig, sein Vertrauen zu gewinnen. Wir versuchten, ihn besser kennenzulernen und es ihm so angenehm wie möglich zu machen. Austin sagte, dass jemand etwas auf das Gesicht seiner Mutter getan hätte. Und er erwähnte den Namen Warren. Wir haben da vielleicht was. Der Name Warren bringt die Ermittlungen auf Hochtouren. Wie geht's dir denn? Es ist der Vorname eines Arbeitskollegen aus dem Kaufhaus. Norma war seit mehr als 2 Jahren locker mit Warren befreundet. Lass das! Er gehörte auch zu Normas Barbecue-Gästen. Du siehst toll aus. Hör auf! Am Tag vor ihrem Tod. Norma hatte sich bei Freunden beklagt, dass er sich ihr aufdrängte, obwohl sie keine Beziehung zu ihm wollte. Wir sind Freunde, okay? Nichts weiter. Ich bin doch ein netter Kerl. Warren hatte mehr Interesse an Norma als Norma an ihm. Treib es nicht zu weit, Warren. Normas höfliche Ablehnung reichte nicht aus. Warren, musst du nicht nach Hause? Sie erzählte ihren Freunden, dass Warren ihre Andeutungen nicht begriff. Nein, ich habe Zeit. Nämlich, wann es Zeit war zu gehen. Jeder kannte ihr Privatleben, da sie offen darüber sprach. Er konnte mitbekommen haben, dass sie sich mit anderen Männern traf und war eifersüchtig. Ein paar seiner ehemaligen Kollegen. Er konnte total ausrasten. Beschreiben ihn als jähzornig und launisch. Relax. Eine gespaltene Persönlichkeit. Erstaunlich war, dass Warren, als er von Normas Ermordung erfahren hat, wie ein Baby geweint haben soll. Geradezu ununterbrochen, wenn man seinen beiden Mitbewohnern Glauben schenken kann. Sie sagten, er hätte überreagiert. Warren ist der Beerdigung ferngeblieben.
Er sagte, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Verkehrsdelikten vorläge und er Angst hätte, festgenommen zu werden. Die Vorstellung, dass die Polizei Trauerfeiern aufsucht, um jemanden wegen Geschwindigkeitsübertretung zu verhaften, ist absurd. Das machte uns misstrauisch. Er hatte wohl etwas zu verbergen. Er hat eine schlechte Ausrede, aber das macht ihn nicht zum Mörder. Wie war Ihre Beziehung? Man lädt ihn zum Verhör. Warren Mackey ist entsetzt, unter Verdacht zu stehen. Warren sagte uns, dass er und Norma gute Freunde seien. Keine sexuelle Beziehung, nur gute Freunde. Er ist nie als gewalttätig aufgefallen. Meine Freunde können bestätigen, wo ich war. Er hat sogar ein Alibi. In der Mordnacht war er mit seinen Mitbewohnern in einer Bar. Er sei um 1.30 Uhr nach Hause gekommen. Wir haben uns mit seinen Mitbewohnern unterhalten und es schien zu stimmen. Sie kamen um 1.30 Uhr nach Hause und gingen schlafen. Sie haben sich dann bis zum nächsten Morgen nicht gesehen. Nach 1.30 Uhr blieb jedoch genügend Zeit, die Warren genutzt haben könnte, um Norma einen Besuch abzustatten. Dabei gab es einen Zeugen. Den vierjährigen Austin. Mama, wach auf! Würden Sie sich einer Stimmanalyse unterziehen? Warren kooperiert mit den Ermittlern. Alles, was Sie wollen. Er bietet ihnen Haarproben und Fingerabdrücke an. Er stimmt sogar einem Lügendetektortest zu. Haben Sie Norma Rodriguez umgebracht? Nein. Er bestand den Test und auch Haarproben und Fingerabdrücke ergaben nichts. Kann ich gehen? Warren steht nicht mehr oben auf der Liste der Verdächtigen. Doch warum hat Austin seinen Namen genannt? Warren hat das Band auf Mamas Gesicht geklebt. Es könnte sein, dass der Vierjährige noch Warrens Besuch beim Barbecue am Vortag im Sinn hat. Wir hatten ihn noch auf dem Schirm, aber er gehörte jetzt nicht mehr zu unseren Hauptverdächtigen. War da noch jemand? Während der Befragung fallen Austin noch weitere Details um den Tod seiner Mutter ein. Da war ein Schwarzer an der Tür. Er erzählt der Polizei, dass ein Schwarzer an der Tür stand. Der Mann hätte mit seiner Mutter gestritten und dann Klebeband um ihren Kopf gewickelt. Kannte deine Mama den Mann? Der Junge nennt einen Namen, Clive. Aber ich darf an den Grill. Auch er war Gast auf Normas Barbecue-Party. Sie haben sich oft unterhalten. Austin, freut mich. Clive Dalton arbeitete ebenfalls mit Norma im Kaufhaus. Seine Kollegen beschreiben ihn als freundlich und aufgeschlossen. Trafen Sie sich nach der Arbeit? Beim Verhör hinterlässt Clive jedoch einen verdächtigen Eindruck. Als die Ermittler mit ihm sprachen, sah er sie nicht an. Er schien nervös. Wo waren Sie? Zu Hause. Er schien etwas zu verbergen und war sehr kurz angebunden. Als sich die Ermittler mit Clives Vergangenheit beschäftigen, wir müssen die Kollegen vernehmen, entdecken sie den Grund seiner Zurückhaltung. Er und ein anderer Mann standen im Verdacht der Vergewaltigung. Aus unbekannten Gründen wurde der Fall nicht weiter verfolgt. Er macht einen Lügendetektortest. Haben Sie Norma Rodriguez getötet? Zum Mord an Norma befragt, beteuert er seine Unschuld. Der Lügendetektor stützt seine Aussage. Die Polizei kann keine Indizien finden, die ihn mit dem Tatort in Verbindung bringen. Ein weiterer Verdächtiger fällt durchs Raster. Die Polizei hatte große Hoffnungen in Austins Zeugenaussage gesetzt. Ich habe den Mann verjagt. Wen hast du verjagt? Doch die Namen, die er aufführt, stammen alle von Gästen, die er auf dem Barbecue gesehen hat. Wir merkten, dass Austin völlig verwirrt war. Die Polizei vernimmt die Familie.
Dabei kommt eine neue Theorie ins Spiel. Normas Vater glaubt an einen Bandenmord. Monate zuvor hatte es in der Straße einen Mordfall im Bandenmilieu gegeben. Der Vater glaubte an einen Rachemord, da Norma Informationen an die Polizei weitergeleitet hatte. Ich dachte zunächst, man könnte das Klebeband symbolisch verstehen im Sinne von, du sollst nichts sagen und du sollst nichts sehen, als Drohung an mögliche Zeugen. Es scheint weit hergeholt, aber die Polizei folgt der Spur. Ich kann nur sagen, wir sollten jeder Information nachgehen. Wir stecken nämlich fest. Zunächst schien der Hinweis vielversprechend. Doch im Verlauf der weiteren Ermittlungen konnten wir nichts finden, was die Vermutung in irgendeiner Form hätte stützen können. Die Ermittlungen in Normas Mordfall stecken fest, bis einen Monat später die Polizei zu einem anderen schrecklichen Tatort gerufen wird. Eine alleinstehende Frau war ermordet worden. Norma wurde am 1. Juni aufgefunden und Beatrice Ballas am 27. Juni. Man fand ihre Leiche in ihrer Wohnung nur zwei Häuserblocks von Normas Haus entfernt. Wie auch in Normas Fall gibt es keinen Hinweis auf ein gewaltsames Eindringen. Beatrice lebte alleine in einer Seniorenwohnanlage. Sie war seit ihrer Kindheit taubstumm und konnte ihren Angreifer nicht kommen hören. Als sie ihn sah, war es zu spät. Sie hatte niemandem etwas zuleide getan. Es war einer der schlimmsten Morde, die ich je gesehen habe. Die Fälle unterscheiden sich in einigen Punkten. Beatrice wurde vergewaltigt, bevor sie grausam erstochen wurde. Sie hatte kein Klebeband auf dem Gesicht. Der Täter ist anders vorgegangen. Doch Port Hueneme ist eine Stadt, in der Mordfälle extrem selten vorkommen. Man konnte nicht ausschließen, dass es derselbe Täter war. Ein Monat später. Die 44-jährige Cynthia Burger kehrt vom Einkaufen zurück. Stunden später steht ihr Haus in Flammen. Die Feuerwehr eilt herbei und macht einen grausigen Fund. Man fand sie am Morgen in der Badewanne. Sie war erdrosselt und vergewaltigt worden. Der Mörder steckte das Haus in Brand, um die Spuren zu verwischen. Drei Morde in drei Monaten versetzen die Kleinstadt in Angst und Schrecken. Die Einwohner glauben, dass ein Serienmörder in Port Hueneme sein Unwesen treibt. Alle Opfer waren alleinstehende Frauen. Ein Mord war brutaler als der andere. Aber die Ermittler finden keinen Hinweis auf eine Verbindung der drei Mordfälle. Norma wurde erdrosselt, Beatrice erstochen und Cynthia wurde erwürgt und ihr Haus in Brand gesetzt. Jeder Fall war anders. Ein Serienmörder geht normalerweise immer gleich vor. Die Opfer waren alle Frauen, aber unterschiedlichen Alters und aus unterschiedlichen sozialen Schichten. Ein Serienkiller schien mir nicht plausibel. Was allerdings bedeuten würde, dass gleich drei Mörder in der Stadt ihr Unwesen treiben. Das hat unsere kleine Dienststelle enorm unter Druck gesetzt. In allen drei Fällen gibt es keine neuen Zeugen oder Hinweise. Am Ende eines langen heißen Sommers bleiben Normas Familie nur der Schmerz und die Ernüchterung. Tage, Wochen, Monate und das nahm kein Ende. Mir kam es vor, als ob es nirgendwo eine Antwort gäbe. Es wurde immer belastender. Normas Söhne wachsen bei ihrem Vater auf. Nie wieder werden sie ihre Geburtstage und Ferien mit ihrer Mutter verbringen können.
Alle drei Mordfälle bleiben ungeklärt, bis 10 Jahre später eine neue Technik die Ermittlungsarbeit revolutionieren wird, die DNA-Analyse. Im Jahr 2000 wird der Mord an Cynthia Berger aufgeklärt. Ein anonymer Hinweis führt die Polizei zu dem 32-jährigen Michael Schulz. Sie nehmen eine DNA-Probe. Sie entspricht der DNA des Spermas, das an Cynthias verbrannter Leiche gefunden wurde. Eine andere DNA-Probe überführt auch den Mörder von Beatrice Bellis, den 28-jährigen Ricardo Villa. Er war Hausmeister in ihrer Wohnanlage. Beide Männer wurden zum Tode verurteilt. Tatsächlich gab es 1993 also 3 Mörder in Port Hueneme. Nur noch einer ist auf freiem Fuß. Norma Rodriguez wurde nicht vergewaltigt. Daher ist es schwierig, DNA sicherzustellen. Die Polizei hat aber noch die Proben ihrer Fingernägel, an denen möglicherweise mikroskopische Spuren haften, die den Mörder überführen können. Man braucht zur Analyse nicht mehr viel DNA, also auch keine größeren Gewebeproben. Die Analyse weist 2 unterschiedliche DNA-Spuren nach, die von Norma und die eines unbekannten Mannes, wahrscheinlich von einem winzigen Schweißtropfen des Angreifers. Sobald wir die DNA gesichert hatten, nahmen wir Proben von ihrer Familie und ihren Freunden. Nach und nach nimmt die Polizei Proben aller ursprünglichen Verdächtigen. Von Normas Ex-Ehemann Aaron Reynaldo, der ihre Leiche gefunden hat. Von ihrem Ex-Freund Dennis Garzo, der ihr das Herz brach. Und von den 2 Männern, deren Namen Normas 4-jähriger Sohn genannt hat. Warren Mackey und Clive Dalton. Die Ermittler beißen jedoch auf Granit, als sie Jed Gora, den Jugendpfarrer und Ehemann von Normas Freundin, um eine Probe bitten. Würden Sie uns eine DNA-Probe geben? Wozu? Er hat sich strikt geweigert, uns eine Probe zu geben, was mich sehr überraschte. Er sagte, er würde das nicht tun. Die Sache wäre für ihn erledigt. 10 Jahre zuvor hatte ihn Benita betrogen und Normas Wohnung als heimlichen Treffpunkt genutzt. Falls Gora davon wusste, wäre es ein plausibles Tatmotiv. Ich sage Ihnen, ich war es nicht. Dass er die DNA-Probe verweigert, könnte der Schlüssel zur Aufklärung des 10 Jahre alten Mordfalls sein. Das reicht nicht. Sie werden mir glauben müssen. Die Polizei bemüht sich, Gora zur Mitarbeit zu bewegen. Ich fragte, ob er nicht wolle, dass der Täter gefasst wird. Mit seiner Antwort bringt er sich in immer größere Schwierigkeiten. Er sagte, dass der Mörder danach nicht mehr gemordet hätte. Ich fragte ihn, woher er wüsste, dass der Mörder nicht mehr zugeschlagen hat. Er sagte, ich weiß, dass er es nicht getan hat. Das hat mich stutzig gemacht. Woher konnte er das wissen, wenn er nicht selbst der Mörder war? Wir waren am Ende ziemlich sicher, dass er es war. Da die Beweise nicht ausreichen, um ihn zur Probe zu zwingen, müssen die Ermittler improvisieren. Wir haben uns heimlich seine DNA beschafft. Wir haben im Müll gesucht und von den Gegenständen, die er in einem Restaurant benutzt hatte, Proben genommen. Die DNA von Gora wird ins Labor gebracht und mit der DNA, die an Normas Fingernägeln gefunden wurde, verglichen. Das Ergebnis bringt nicht den erhofften Durchbruch. Die beiden DNA-Proben passen nicht zusammen. Ich war von dem Testergebnis überrascht und enttäuscht. Ich hatte gehofft, den Fall abschließen zu können. Die Polizei hat noch 10 weitere Proben von Verdächtigen zu untersuchen. Doch niemand kann für einen Treffer garantieren. Es stand noch alles in den Sternen. Es war durchaus möglich, dass wir kein Ergebnis erzielen würden. Jeder negative Test schließt einen weiteren Verdächtigen aus. Dann, am 1. Juni 2003, auf den Tag genau 10 Jahre nach Normas Ermordung, Homicide.
meldet das Labor eine Übereinstimmung. Es ist Warren Mackey, Normas Freund und Kollege, den Austin ganz zu Anfang genannt hatte. Ich war überrascht. Wir hatten ihn nicht oben auf der Liste. Mackeys DNA an Normas Fingernägeln machen ihn nicht automatisch zum Mörder. Er könnte zufällig kurz vor ihrem Tod Kontakt mit ihr gehabt haben, vielleicht beim Barbecue. Mackeys Lügendetektortest hatte keinen Hinweis auf eine Täuschung gegeben. Nein. Sollte er unschuldig sein, gibt es eine Stelle, an der seine DNA nichts zu suchen hat. Am Gewebeband, mit dem Normas Kopf umwickelt wurde. Ich habe das Gewebeband 9 Jahre lang in meinem Schreibtisch aufbewahrt. Ich habe es sogar einmal zusammengesetzt. Es war fast 6 Meter lang. Der Forensiker Ed Jones ist am Ende tatsächlich in der Lage, DNA-Spuren an beiden Enden des Klebebandes zu finden. Wir fanden DNA genau am Ende des Klebebandes, an der Stelle, wo der Mörder das Band auf das Gesicht des Opfers gedrückt hatte, bevor er das Klebeband herumwickelte. Wir fanden sie auch 6 Meter weiter am anderen Ende, an der Stelle, wo er das Band von der Rolle abgerissen hatte. Wir können nicht wirklich wissen, ob es Spucke war, als hätte der Mörder das Band unter Zuhilfenahme der Zähne abgerissen, oder ob es ein Stückchen Haut war. Beide DNA-Spuren stammen von Warren Mackey. Es war wie ein Lottogewinn. Alle Mühen haben sich dann ausgezahlt, wenn man sagen kann, wir haben den Beweis, wir wissen, wer es getan hat. Am 27. August wird Mackey von der Polizei zum Verhör vorgeladen. Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Gespräch mit der Polizei? Auch jetzt beantwortet Mackey eifrig die Fragen. Hat Norma Ihnen gegenüber je erwähnt, dass sie umziehen wollte? Nein. Sie hat also nicht gepackt oder Sie gebeten, ihr beim Packen zu helfen? Nein, soweit ich mich erinnere, nicht. Wissen Sie, ob sie Handwerker bestellt hatte, um etwas zu reparieren? Vielleicht stimmte etwas mit ihrem Heizofen nicht, oder mit dem Boiler, oder mit was anderem. Wissen Sie, ob jemand Fremdes kürzlich in Ihrem Haus war? Jemand, der bei ihr Reparaturarbeiten durchgeführt hat? Wissen Sie etwas darüber? Sie hat Sie nie gebeten, etwas zu reparieren, zu verstauen oder einzupacken? Wissen Sie, was Gewebeklebeband ist? Ja, klar. Okay. Und haben Sie je Gewebeklebeband bei ihr im Haus gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Haben Sie im Laden jemals in irgendeiner Form Gewebeklebeband benutzt? Nicht in meiner Abteilung. Ich habe in der Uhren- und Schmuckabteilung gearbeitet. Für die anderen Abteilungen kann ich das nicht mit Sicherheit sagen. Nicht mal um Kartons zuzukleben? Wir haben Kartons zugeklebt, aber mit... Mit durchsichtigem Klebeband. Ja, genau. Sie haben nie gesehen, dass Sie oder Ihre Freunde Gewebeklebeband benutzt haben, wenn Sie bei ihr waren? Nein, wie gesagt, ich bin nur für private Treffen dorthin gegangen. Mackey ist glücklich verheiratet und absolviert eine Fortbildung zum Unternehmensberater. Wie läuft Ihre Fortbildung? Er ahnt nicht, dass er aufgrund der DNA-Probe, die er Monate zuvor abgegeben hat, zu diesem Verhör geladen wurde. Gab es nie Unstimmigkeiten zwischen Ihnen? Nein, nie. Sie hatten keine sexuelle Beziehung mit ihr? Nein, wie gesagt, ich habe sie nur einmal umarmt. Erinnern Sie sich noch an unser letztes Gespräch, als Sie mir freiwillig eine DNA-Probe gegeben haben? Ja, klar. Ich habe viele Proben von vielen Leuten bekommen.
Wissen Sie, dass man Ihre DNA in der Leiche gefunden hat? Nein. Wie kann das sein? Genau das wollen wir von Ihnen wissen. Ich weiß nicht, wie sie dahin kommt. Ich habe keine Ahnung. Wir hatten keinen Körperkontakt, keine intimen Berührungen, keinen Sex, nichts. Mackie glaubt offenbar, dass DNA-Spuren nur bei sexuellem Kontakt nachweisbar sind. Er war sehr kooperativ. Er hatte eine Probe abgegeben. Ich nehme an, er tat es, weil er sie nicht vergewaltigt hatte. Er dachte, dass wir nichts finden können. Wir fanden Spuren unter ihren Fingernägeln. Mackie ist überrumpelt. Er versucht verzweifelt, den neuen Beweis zu entkräften und erinnert an Normas Barbecue. Den engsten Körperkontakt hatten wir, als ich sie umarmt habe. Vielleicht habe ich ihr auch einen Kuss gegeben. An dem Abend? Samstagabend. Was war Sonntagabend? Nichts, ich war nicht mal dort. Und wie kommt dann Ihre DNA unter Normas Fingernägeln und auf das Klebeband? Sie ist auf dem Klebeband, Warren. Ich habe nichts mit dem Mord zu tun, gar nichts. Wir haben aber keine andere DNA gefunden, weder an Normas Fingernägeln noch an dem Klebeband. Nur Ihre. Sie beschuldigen mich, aber ich habe Ihnen alles Wichtige gesagt. Das Verhör ist beendet. Mackie wird wegen Mordes an Norma Rodriguez verhaftet. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Das ist lächerlich. Ich kann nicht glauben, dass wir Sie nach 10 Jahren erwischt haben. Ich bekam den Anruf am späten Abend. Kommissar Fitzgerald rief mich an, dass sie Warren Mackie verhaftet hatten. Es war ein Schock. Meine Mutter hat ihn wie einen Freund behandelt. Ich kann mich daran erinnern, wie er ab und zu vorbeikam und an kleineren Familienereignissen teilnahm. Ich war wie betäubt. Die Schwere der Beweislast ist erdrückend und Mackie ist einverstanden, auf Mord mit bedingtem Vorsatz zu plädieren. 2 Jahre hatte er sich in seinem Verlangen nach Norma verzehrt und hatte gehofft, sie würde seine Gefühle erwidern. Lass das! Ach, komm schon. Sie hatte Probleme mit ihrem Freund und als die Beziehung zerbrach, wollte Mackie an seine Stelle treten. Wir sind Freunde, nichts weiter. Ich hatte gehofft. Sie hatte kein Interesse an ihm und er fühlte sich betrogen. Während des Barbecues hat sie seine ständigen Avancen zurückgewiesen. In diesem Moment mag er einen Racheplan geschmiedet haben. Niemand wies Warren Mackie ungestraft zurück. Dann verschwand der Hausschlüssel spurlos. Mackie wird ihn an sich genommen haben, um Norma einen nächtlichen Besuch abzustatten. Er wusste, dass sie oft auf ihrem Sofa im Wohnzimmer einschlief. Es gibt die Vermutung, dass er vorsätzlich handelte und die Tat plante. Während sich Austin im Nachbarzimmer versteckte, entlud sich Warrens über 2 Jahre aufgestaute Enttäuschung an Norma Rodriguez. Er fühlte sich betrogen und erwürgte sie. Er war nicht in der Lage, in die leblosen Augen der Frau zu schauen, nach der er sich jahrelang gesehen hatte, und wickelte Normas Kopf mit Klebeband ein. In seinem Wahn benutzte er mehr Band als nötig. Und es reichte aus, um DNA-Spuren zu hinterlassen, die ihn als brutalen Mörder überführten, der sich hinter einem Allerweltsgesicht verbarg. Er war ein introvertierter, ängstlicher Typ und nicht besonders helle. Er konnte mit Zurückweisung nicht umgehen, besonders nicht mit Normas. Er hatte für mich etwas Hinterhältiges. In einem einzigen Moment zerstört ein Mann die Kindheit 2 kleiner Jungen. Ich fühle mich beraubt. Jemand hat mir mein Leben gestohlen. Es war, als würde mir jemand das Herz herausreißen. Nichts ist wie früher. Ich vermisse sie sehr. Sie ist ein Engel und wacht über mich und meinen Bruder.